This is Schlachthof 5. 5 is English 5. Schlacht is slaughter. Hof is house. Schlachthof 5. Slaughterhouse 5. Your house. Gemacht haben, denn das letzte Mal hattest du Leviathan im Gepäck und das war ja nicht nur ein Crowdpleaser, würde ich mal behaupten, sondern es war vor allem auch ein Patrick-Pleaser und es war ein Kolja-Pleaser. Und Schlachthof 5 ist so das exakte Gegenteil, zumindest auf dem Papier davon, denn zum einen ist es ein Film, den ich nicht kenne und zum anderen etwas, mit dem ich vor allem etwas aus dem Studium assoziiere und zwar nicht unbedingt mein Lieblingskurs, da ging es um postmoderne amerikanische Literatur und will heißen, ich habe mit dem Roman von Kurt Vonnegut eher so eine Erinnerung, die ich verbinde mit dem Gefühl, in der Schule irgendwo zu sitzen und was lernen zu müssen. Ich habe den Roman sehr zu schätzen gelernt im Laufe der Jahre nach dem Studium. Aber währenddessen dachte ich mir so, ich gebe ein bisschen Zähneknirschen an die heutige Aufnahme. Kannst du das verstehen? Das kann ich verstehen. Vor allem, weil ich als Schüler schon immer grundsätzlich diese Haltung hatte, erstmal so, dass es dem Schüler anheim, ja, erstmal gegen das zu sein, was da auf dem Lehrplan steht. Als Studierender hast du da vielleicht noch ein größeres Spektrum, aber wir mussten damals zum Beispiel das Parfum lesen und das fanden wir natürlich alle erstmal ganz furchtbar, ne? Und insgeheim fanden wir das dann ziemlich beeindruckend, aber man muss ein bisschen zu seinem Glück auch gezwungen werden und dass das so nachreift, das ist gerade für Schlachthof 5, also dem Film und dem Roman irgendwie auch so ein bisschen typisch, ne? Dass das so nachreifen muss, ja. Darf ich nachfragen, in welchem akademischen Kontext ihr das Parfum gelesen habt, weil ich meine, deine Studienzeit wird so Pi mal Daumen ähnlich gewesen sein wie mein zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Das Parfum ist ja, glaube ich, ein Roman, der auch aus den 90ern rauskam, oder? Ja, ja. Also es ist so, dass mein Studium tatsächlich wahrscheinlich vielleicht ähnlicherweise angefangen hat wie deins, aber ich habe viel länger gebraucht. Nee, wir haben das Parfum haben wir in der weiterführenden Schule, also das war noch vor dem Studium, gelesen. Und das war damals auf einer Berufsschule, die sich mit Grafikdesign beschäftigte und da hatte man immer noch so ein paar Wahl- und Pflichtfächer wie Mathe, Deutsch, Englisch. Ach. Und in Deutsch haben wir das gelesen von einer sehr engagierten Deutschlehrerin, der Frau Parsen. Sehr schön. Wow. War toll. Ja, weil, also an mich wurde immer so die, ich weiß nicht, ob es jemand jemals so formuliert hat, so gerade heraus, aber ich habe das Gefühl gehabt, ein Roman oder überhaupt ein Stück Kunst, egal ob es jetzt Belletristik ist oder bildende Kunst oder sonst was, muss einfach erstmal gut abgehangen sein. Will heißt mindestens 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben, bevor es relevant wird für Studium. Also ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas in der Schule gelesen zu haben, noch im Studium, was nicht mindestens ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel hatte. Ja, ja. Das ist auch in der Kunst übrigens so, ne? Das kann ja, wenn es von heute ist, kann es fast nichts Gutes sein. Was meinst du, dass deine Bilder wert sind, wenn du erstmal tot bist? Ja, genau. Übrigens ist das eines dieser weit verbreiteten Klischees, ne? Also man kann das über Van Gogh übrigens ganz gut behaupten, weil man es da wirklich auch bewiesen sieht. Aber die meisten Künstler tatsächlich, nennen wir Chagall, Picasso, egal wen, die waren zu Lebzeiten, haben die schon ganz gut verdient. Die sind natürlich, klar, viel, viel teurer geworden, nachdem man stirbt. Aber nö, das Klischee mit dem brotlosen Künstler, das ist tatsächlich eher so eine Van Gogh-Geschichte, die halt sehr populär ist und sehr verbreitet, ne? Aber man wird immer viel mehr wert, wenn man, ja, ach, lass uns da nicht drüber reden. Das ist ja auch ein Thema in diesem Film übrigens, ne? Ob man irgendetwas weiß, was morgen sein wird. Ich habe übrigens ganz dringend ein Bedürfnis, dich offiziell noch mit dem Dreifermodorianischen Gruß zu begrüßen. Hallo, leb wohl. Nochmal, ne? Genau, nochmal. Hallo, leb wohl. Das ist der Dreifermodorische Gruß. Den habe ich auch noch im Gedächtnis. Wie auch so einiges andere, was ich im Film jetzt nicht wiedergefunden habe, aber noch aus dem Roman mich zu erinnern glaube. Aber dazu dann später mehr. Erstmal sage ich herzlich willkommen, Kolja Senteur. Schön, dass Danke. Du da bist. Zum zweiten Mal schon. Das freut mich ganz besonders, weil uns eine sehr intensive Kollaboration, künstlerische, verbindet und ein schönes Gespräch in der Vergangenheit und viele, viele lange Telefonate über die Kunst, das Leben, die Liebe und so weiter und so fort. Und jetzt auch nochmal mit dir hier so ganz, also bierernst, über einen anspruchsvollen Film zu sprechen, hoch akademisch und intellektuell hochtrabend, das ist natürlich auch nochmal ein ganz besonderes Vergnügen. Ich fand es sehr spannend, diesen Kontrast aufzumachen. Du hast es ja eben eingangs erwähnt, dass du sagst, Mensch,
Jetzt hatten wir Leviathan, irgendwie so ein Genre-Kino, was einfach popcornartig Spaß macht. Und jetzt komme ich mit so einem Brett um die Ecke. Und ich hatte dann auch, nachdem ich das so vollmundig angekündigt hatte, komm, lass uns mal Schlachthof 5 besprechen. Das ist mir so ein innerer Wunsch. Natürlich nachher gedacht so, wow, hoffentlich kannst du das heben. Ob ich das auch alles so ein bisschen rein ins transportieren kann, was ich so spannend finde oder warum es mir wichtig ist, das zu besprechen. Das interessiert mich jetzt. Ich glaube, damit können wir gleich mal starten, weil die persönliche Geschichte und die persönlichen Berührungspunkte in der Vergangenheit sind für mich natürlich immer am spannendsten, weil darauf fußt natürlich doch das Konzept dieses quasi Gastepisodenformats, das wir im Rahmen des Bahnhofskino machen. Menschen bringen Lieblingsfilme mit. Das ist immer mein größter Wunsch. Und wenn jemand ankommt mit, ich habe da was, was dich vielleicht nicht interessiert, aber was wirklich heimlich super gut ist oder zumindest beredenswert, dann bin ich immer ganz Ohr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von mir aus, ich werde nie auf die Idee kommen, diesen Film anzugucken. Und die Gründe dafür erläutere ich auch gerne gleich. Aber ich weiß nicht, wollen wir mit der Inhaltsangabe anfangen oder willst du einfach mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, zu diesem George Roy Hill Film aus dem Jahr 1972? Boah, ja genau. Wünschst du also Schlachthof. Ja, ich würde mal sagen, Titel, der Schlachthof. Schlachthof 5. Also Schlachthof 5, das ist ja mal ein Filmtitel, der die eine Hörerschaft anzieht und die andere abstoßen könnte. Und das aus komplett unterschiedlichen und wahrscheinlich auch fehlgeleiteten Gründen. Also während manche unter diesem Titel vielleicht so ein Eli Roth Blutbad erwarten, ja, bleibt dem Bildungsbürger vielleicht ein echtes Sozialdrama und ein Antikriegsfilm verborgen. Wenn man so ein Genre überhaupt bemühen möchte, ne, was bei Kurt Vonnegut ja, also dem Autor der Buchvorlage, sowieso schwierig ist, ne, wenn man den einzuordnen versucht. Sehr wahr. Ja, Schlachthof 5, der Film. Also im Grunde genommen ist es erstmal eine Literaturverfilmung. Und ich habe hier mal was aufgeschrieben, was andere so gesagt haben über den Film. Und haben den versucht einzuordnen. Ne? Hier steht ein Satiredrama, ein Science-Fiction-Film, ein surrealer Kriegsfilm, ein bitterböse Groteske und eine Komödie. Das sind alles von unterschiedlichen Besprechungen. Und hier zeigt sich irgendwie, was wir irgendwie überhaupt auch nachher über den Autor Vonnegut und seinen Schreibstil irgendwie noch erfahren werden. Der ist nicht einzuordnen, der ist sprunghaft, nicht kategorisch. Ne? Ja, genau. Und zur Story, also wie ich zu dem Film gekommen bin, meine erste Begegnung mit Schlachthof 5 war ein Standfoto von diesem Film. Ah. Und zwar eine Szene, wenn Billy auf Tralfa Madore ist. Und das war so ein Schwarz-Weiß-Foto im Lexikon des Science-Fiction-Films von Hahn und Jansen. Ein ganz krass dickes Buch, das ich mir als 12-Jähriger mal gegönnt hatte. Und hier war also der Film irgendwie eingeordnet worden, ne? Science-Fiction. So. Und das Foto zeigt Billy und seine geliebte Montana unter einer Weltraumglaskuppel, die offensichtlich auf dem Planeten steht. Ich konnte das damals überhaupt nicht dechiffrieren, in welcher Art und Weise das jetzt im Film integriert ist, der sich ja eigentlich auch ein Antikriegs-Satire-Drama nennt. Aber es macht auf jeden Fall genügend Eindruck. Und außerdem war ich auch ein riesen Science-Fiction-Film-Fan. Und das hat mich also alles wahnhaft interessiert, so mit 11, 12. Und so in so einer Glaskuppel zu leben und mit einem ständigen Sternenhimmel über sich, das fand ich irgendwie so eine ganz faszinierende Idee und eben auch ein ganz faszinierendes Bild. Ne? Und hatte den Film auch dann über Jahre nicht gesehen, sondern nur dieses eine Bild gekannt. Ja, und so kam ich zu Schlachthof 5, also lange bevor ich überhaupt jetzt mal über dessen tiefere Handlung gewahr wurde. Eben über die Faszination eines Standbildes. Und ich muss dazu sagen, dass ich allerdings auch eine große Faszination für Standbilder habe. Ne? Und das sieht man auch heute noch in meiner Kunst, also in meinen Bildern. Und Standbilder, also sogenannte Filmstills, die haben mich schon immer ein bisschen gebannt, weil das ist so dieser eine Moment, der so aus dem Kontext des Films genommen ist und dann so wie festgefroren für die Ewigkeit dann so stehen bleibt. Ne? Und diese Standbilder, die waren damals für mich so eine Essenz dieses Films. Also das transportierte irgendetwas, ne? Und die waren irgendwie verheißungsvoll und versprachen dann natürlich auch oft mehr, als der Film nachher halten konnte, ne? Ja, und dann habe ich halt früher stundenlang Standbilder von Filmen, die ich eigentlich nie gesehen hatte, weil es keinen Zugang zu denen gab, mir angeschaut und mir ausgemalt, wie wohl dieser Film ist, wo dieses Bild dann zustande kommt, ne? Und
Ich darf länger ausholen, ja? Ja, natürlich. Gut, okay. Wir hatten damals als einer der ersten Haushalte, so Mitte, Ende der 80er, einen Kopierer bei uns stehen, da meine Mutter zu Hause eine Malschule leitete. Und die hat damit Vorlagen kopiert. Und auf diesem Kopierer, das war so ein riesiges Konica Minolta-Gerät, da war natürlich noch schwarz-weiß, das ist jetzt ganz wichtig. Da habe ich die Standbilder aus, ich sag jetzt mal, renommierten Zeitschriften wie der Cinema und deren Filmbücher, ja, oder eben die Lexika von Seslen und Co. Mhm. Herauskopiert und dann habe ich die von Hand nachkoloriert. Also teilweise mit Aquarell oder mit Alkoholmarkern und Filzstiften, um die irgendwie nachzukolorieren, wie gesagt. Und dadurch bekamen diese Standfotos immer so eine ganz artifizielle Wirkung mit diesen übersteuerten Farben. Ne? Und dass ich dann so eigentlich damals sowas wie Pop-Art gemacht habe, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Und ich hatte dann sogar eine eigene Sammelmappe, die ist dann über die Jahre leider verschwunden. Aber ich habe vor kurzer Zeit mal wieder damit angefangen, so Schwarz-Weiß-Fotos von Hand zu kolorieren. Und das sieht immer faszinierend und irgendwie auch sehr eigenartig aus. So, ja. Und das ist, kommt der zweite, genau die eigentliche, die zweite Begegnung mit Schlachthof 5, ja. Die war dann erst Jahre später. Weil dann kam der Film dann endlich mal im Nachtprogramm, von irgendeinem dritten Programm. Und da war ich irgendwie schon, ich meine, 17. Und ich habe diesen Film aufgenommen oder sogar live geguckt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls fand ich ihn damals durchaus anstrengend, aber auch schon sehr reizvoll mit seinen verschiedenen Zeitebenen. Und das stellte meine Sehgewohnheiten dann schon so auf eine Probe. Aber ich fand ihn schon fast experimentell, also im guten Sinne. Ja, und einmal auf Video habe ich den dann immer wieder geguckt und habe dann mit der Zeit immer mehr daraus gewonnen. Und so in meiner Sturm- und Drangzeit, wo ich dann unbedingt meinen Freundeskreis auch beeindrucken wollte mit durchaus abseitigem Filmgeschmack, da mussten so einige Leute den Film dann auch mit mir gucken. Ja. So kam ich dazu. Spannend, dass es genau dieser Film ist, weil er ist ja wirklich, was wahrscheinlich damals, als du deinen Erstkontakt hattest mit diesem Film still noch nicht ahnen konntest, wirklich eine Obskurität. Dabei wäre er eigentlich, was so die Rahmenbedingungen seiner Produktion betrifft, durchaus dazu prädestiniert gewesen, einfach was Größeres zu werden. Ich meine, er hat einen namhaften Regisseur. Vonneguts Roman war im Kontext des Möglichen, sagen wir mal im Rahmen des Möglichen damals, also was so die Form und den Anspruch seines Romans betrifft, durchaus auch ein Bestseller. War einige Wochen auf den Bestsellerlisten. Das ganze Personal hinter der Kamera ist hochprominent, hochprofessionell. Im Vertrieb sitzt ein großes Studio. Und ja, Joshua Hill hatte, glaube ich, auch ein oder zwei Jahre vorher diesen Riesenerfolg mit Butch Cassidy in The Sundance Kid, also dem ersten der Newman Redford Filme, den er gemacht hat. Und ein Jahr später dann der Clou, der noch x-fach größer war. Also irgendwie stimmte alles und trotzdem ist, möchte ich mal sagen, für die Größe rein produktionshistorisch, die so Vonnegut, die Slaughterhouse-Five mit sich bringt, das Ding wirklich klein, so im popkulturellen Bewusstsein, Zeitgeist in unser aller Köpfe, inklusive meinem. Einfach nicht vorhanden. Ich hatte komplett die Existenz dieses Films vergessen. Ach, das ist ja schön. Was ich zu den Stills aber noch ergänzen wollte, ich hatte als Kind und Jugendlicher ja immer einen diebischen Spaß daran, weil die Stills werden ja meistens, wenn ich es richtig verstanden habe, das sind nicht einfach nur Frames, die man quasi so aus dem negativ oder nicht verwendeten Filmmaterial rausschneidet und dann irgendwie zu Werbezwecken nutzt, sondern die hat ja auch, zumindest früher war das so, einen Still-Photographer am Set gemacht. Ja, und genau, dadurch zeigen die eben auch immer so Szenarien, beziehungsweise auch die Schauspieler in Positionen und Behandlungen, die nicht zwangsläufig so auch eins zu eins im Film vorkommen. Und ich hatte immer einen riesen Spaß daran, später Spaß, zu Beginn Frust, eben nachdem ich in den ganzen Kinomagazinen genauso wie du auch diese Stills gesehen hatte, exakt diese Szene dann auch im Film zu suchen, wenn ich ihn dann im Kino sah oder auf Video oder im Fernsehen, und war dann mitunter auch enttäuscht, dass es so nicht in dem Film vorhanden war, weil entweder gar nicht, weil die Szene gar nicht vorkam oder in einer Form, die ich als vergleichsweise unspektakulär empfand, weil mein Kopfkino da was viel, viel Größeres reingemalt hatte. Ja, das ist super, super schön ausgedrückt. Das Kopfkino hat da was reingemalt und das ist halt das Verheißungsvolle, was Film oder Filmstil Photographer, genau heißen die ja, das sind echte Künstler für sich, ne? Die verdichten da nochmal was. Da setzen die natürlich auch nochmal ein Licht interessanter ein und ja, das ist gerade bei den Hammer Productions übrigens, ne? Das kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke, aber die haben ja echte wahre Künstler
Set gehabt, die da, ich sag jetzt mal, die Damen auch und die Szenen so idealisiert haben, wie sie im Film wirklich nicht vorkommen. Ne? Also da leckst du dir die Finger nach diesen Filmstills, ne? Die eigentlich keine sind, streng genommen. Ja, warum hat der Roman oder vielleicht auch der Film, wir reden ja heute vorwiegend über den Film, aber bitte, nicht so einen Impact oder nicht so einen Nachhall? Also ich habe da mal so für mich selber auch drüber nachgedacht, weil ich den Film ja auch vorgeschlagen habe, weil er eben so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und nicht so üppig besprochen in anderen Formaten. Mhm. Und ich denke, eines der großen schwierigen Themen ist diese Kriegsheimkehrer-Thematik, die da drin steckt. Also man muss jetzt eines mal wissen, ich spule mal ganz weit nach vorne, es wurde mal vor ein paar Jahren über ein Remake gesprochen, dieses Films. Mhm. Und da war sogar mal Guillermo del Toro im Gespräch. Und die Legende geht, dass der Stoff vom Studio als too much anti-war gecancelt worden ist. Und das war es irgendwie schon zu jeder Zeit. Ist einfach zu viel Antikrieg. Und das ist in Amerika, die Rezeption dieses Films ist schwierig. Also Heimkehrerfilme, das ist ja eigentlich ein Billy Pilgrim. Wir sagen gleich nochmal was zur Handlung, glaube ich. Aber Billy Pilgrim ist ein Kriegsheimkehrer. In den meisten Verhandlungsläufen des Films. Und Heimkehrerfilme oder Heimkehrerthemen, die gab es noch nicht viele zu dieser Zeit. Ne? Und womöglich ist Schlachthof 5, der ja 7 Jahre vor The Deer Hunter und auch 20 Jahre vor Geboren am 4. Juli natürlich, rauskommt. Mhm. Ja? Vielleicht sogar der erste Kriegsheimkehrerfilm. Ich weiß es nicht, das ist eine steile These jetzt. Ne? Aber es scheint in Amerika verboten, den Krieg mit nach Hause zu bringen. Hinter verschlossenen Türen, da gibt es Elektroschocktherapien. Mhm. Aber ansonsten können die Erlebnisse im besten Falle höchstens als Anekdoten erhalten. Ne? Und da fällt mir zum Beispiel eine Szene ein, da gibt es eines dieser Szenen, wo seine Frau, die immer so ein bisschen laut und lustig ist, ne, die sagt nochmal, Billy, wie heißt nochmal der Mann, den Sie in Dresden erschossen haben? Und hier erfahren wir, noch bevor wir das im Film dann noch sehen, dass dieser Edgar Derby, das ist eine wichtige Person, erschossen wird. Ne? Und das ist so eine erzählerische Gemeinheit, weil Billys Frau spoilert uns im Vorbeigehen und zeigt mal gerade eben, wie belanglos dieser krasse Erzählpunkt in der Vergangenheit eigentlich im späteren Leben wird. Ne? Mhm. Die Frau kann sich noch nicht mal an den Namen erinnern von dem Mann. Natürlich und, nicht. Es ist ja auch fragwürdig, ob überhaupt Billy die Geschichte mit ihr geteilt hat. Würde ich mal. Das stimmt, ja. Oder er hat sie selber schon so negierend erzählt, ach ja, das war ja damals, ne? Natürlich. Und so bekommt dieser Charakter Edgar Derby auch in einem Film, auch in einem bestimmten Punkt im Film gesagt, die Geschichte wird über dich hinweggehen. Hm. Und das ist so eine wohlfeile Beleidigung. Die ist durchaus in meinen Wortschatz übergegangen. Wenn man sich mal richtig gegen jemanden wehren will, dann sagst du einfach, die Geschichte wird über dich hinweggehen. Und ja, ich war dann übrigens überrascht, nochmal herauszufinden, woher dieser Spruch kam. Ich kenne diesen Spruch noch sehr gut, aber ich wusste gar nicht mehr, dass er aus diesem Film kam. Ja, warum hatte das Buch nicht so, oder der Film und Buch, das ist ja sowieso ein Thema, dass dieser Film moderne amerikanische Literatur ist, ne? Das hast du ja eben mal eingangs gesagt. Ne? Davon hatte ich ja damals keine Ahnung, als ich den Film gesehen habe. Und ich habe den Film jetzt erstmal genommen als das, was er ist. Und dann merkte ich, den kennt kein Mensch. Ja, und dann habe ich auch dieses Bedürfnis gehabt, den Leuten zu zeigen. Ne? Und ich habe die da auch durchaus begeistern können. Und ich habe den Roman dann irgendwann nochmal auch mal gelesen. Und dann habe ich aber übrigens im Roman wiederum Elemente vermisst, die ich aus dem Film schon so lieb gewonnen hatte. Ne? Und deswegen reden wir heute auch über den Film und nicht über den Roman. Aber von daher ist so eine Vergleichbarkeit für mich sowieso nicht wirklich gegeben. Denn es gibt nun mal einen Roman und es gibt einen Film. Und das sind einfach grundsätzlich verschiedene Medien. Das sowieso. Ich muss sagen, meine Verbindung, einfach persönlich, emotionale, also zum Roman ist natürlich intensiver, weil ich längere Zeit damit jetzt gelebt habe. Nämlich über 20 Jahre meines Lebens. Und es ist ein Buch, das ich auch immer wieder gerne zur Hand nehme. Deswegen, ich habe ein bisschen kokettiert, glaube ich, zu Beginn, wenn ich sagte, ja, gut, ich fühle mich, als müsste ich heute Abend wieder die Schulbank drücken, gemeinsam mit dir, so auf deinen Wunsch. mir macht mittlerweile Slaughterhouse 5 oder The Children's Crusade, um mal den ganzen englischsprachigen Titel zu nennen, durchaus viel Freude mittlerweile. Ich habe mich im Kontext dieses Seminars, das wir damals an der Uni hatten, ein bisschen schwer damit getan. Weil du natürlich immer
Bücher, Literatur dort serviert bekommst. Ich habe Sprach- und Literaturwissenschaft studiert, bevor ich dann auf Film umgesattelt bin. Präsentiert bekommst mit diesem Habitus des Lehrenden. Ja, das ist jetzt große Kunst und das habt ihr gut zu finden, weil es ist mittlerweile kanonisiert. Und Slaughterhouse-Five ist eben einer der großen kanonisierten Schlüsselromane, Roman du Clef aus der amerikanischen Postmoderne, ähnlich wie Naked Lunch von Burroughs oder Die Enden der Parabel von Pynchon, also Gravity's Rainbow oder das Spätwerk von Wladimir Nabokov. Und das gehört einfach so eine Handvoll oder zwei Handvoll Roman, die liest man einfach. Die hat man zu lesen und gut zu finden, genau, wenn man denn sowas wie Anglistik, Amerikanistik studiert. Und Widerspruch ist nicht erlaubt oder zumindest nicht gerne gesehen. Insofern schwierig unter dem, also unter den Voraussetzungen, was zu lesen und unbefangen darüber zu urteilen. Und mein junger, relativ junger Geist auch zu damaligen Zeitpunkt will das natürlich. Der will eigene Gedanken entwickeln, bekommt aber quasi oktroyiert, nee, das ist jetzt irgendwie schon, das ist ein Schlüsseltext, der ist gefälligst toll zu finden. Und am besten schreibst du noch irgendwie zum Ende des Semesters eine Arbeit darüber. Und das hat es eben schwierig gemacht. Deswegen einige Jahre liegen lassen, haben dann wieder zur Hand genommen und mittlerweile mache ich ihn sehr gerne. Ich habe trotzdem, ich ihn jetzt mehrere Jahre nicht wieder gesehen, wieder gelesen habe, immer noch viele Schlüsselmomente im Kopf. Und mir ging es jetzt, um wieder zu dem Punkt zu kommen, den du zuletzt genannt hast, so, dass als ich den Film sah, mir oft im Film viel fehlte, was ich aus dem Roman kenne. Also ich kenne diese umgekehrte Erfahrung gar nicht. Dadurch, dass ich eben mit dem Roman jetzt schon mehrfach und längere Zeit gelebt habe und den Film jetzt genau ein einziges Mal geguckt habe. Was aber grundsätzlich nicht schwierig ist, denn oder so tragisch ist, weil, oder ich möchte überhaupt nicht eine größere Sache daraus machen, als sie es ist oder verdient, als sich benannt zu werden, denn der Roman, denn der Film ist sehr, sehr nah am Roman, muss man mal dazu sagen. Das sagt Vonnegut ja übrigens auch, ne? Er sagt ja, ich bin echt glücklich über diesen Film. Ich habe beim Schauen dieses Films habe ich das Gefühl, was ich auch hatte, als ich das geschrieben habe. Und das finde ich ja ein total geiles Loben. Ich glaube auch nicht, dass er das irgendwie ironisch gemeint hat. Aber dass du jetzt zum Beispiel auch was zu diesem literarischen Aspekt oder Sichtweise der Vorlage sagen kannst, das finde ich ganz toll, weil das ergänzt jetzt so ein bisschen das von einer ganz anderen Seite, weil ich weiß ja, dass du das studiert hast und du hattest auch erwähnt, das war damals so ein bisschen Pflichtprogramm, aber genau das habe ich mir gewünscht, dass das so ein bisschen ergänzend reinkommt, weil ich habe den Roman dann, wie gesagt, auch mal ein paar Jahre später gelesen und ich fand den auch beeindruckend. Aber wie gesagt, so meine erste oder meine tiefere Erinnerung und das, wo ich ein bisschen mehr geprägt bin, ist halt der Film. Ne? Und ich finde es interessant, dass man da euch so eine Art Lesart aufdoktriniert hat, von wegen, ihr habt den Stoff so oder so zu verstehen. Das ist nämlich eine ganz alte Fehde, die ich mit der Schule schlechthin habe, ne? Dass man mir immer sagt, was ich zu denken habe und dass ich vor allem bei sogenannten Interpretationen dann hören muss, ja, das ist aber nicht das, was das Kultusministerium jetzt möchte, dass du daraus verstehst. Ne? Mhm. Und wenn wir nachher nochmal auf die Groteske auch zu sprechen kommen, die in dem Stoff drin ist, wenn es dann später in die Planetensequenz geht, da muss man sich sowieso fragen, ist das einwandfrei interpretierbar? Ey, genau. Ich sag jetzt mal was zur Geschichte. Die Geschichte, über die wir gerade sprechen. Die Story. Also, Schlachthof 5 handelt von wir lernen den jungen amerikanischen Soldaten Billy Pilgrim kennen, der in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges in deutsche Gefangenschaft gerät und dabei die Zerstörung Dresdens durch die Alliierten miterlebt. Und als Kriegsheimkehrer fügt er sich zu Hause in ein gutbürgerliches Leben ein und wird dann aber zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben von den Erlebnissen des Krieges eingeholt. Und Billy Pilgrims Realität, so wie wir auch dann den Film erleben und der Roman übrigens auch funktioniert, springt dann völlig unchronologisch zwischen Lebensepisoden hin und her. Und diese Realitätsflucht spitzt sich dann zu, als Billy Pilgrim sich vorstellt, im Geiste auf dem Planeten Tralfamadore zu leben. Ja. Das hört sich schon strange an. Hört sich vor allem toll an. Nach einem tollen Science-Fiction-Roman, so ein richtig toller Potboiler, was man am Bahnhofskiosk kauft und mitnimmt in den Zug und dann in einem Rutsch durchliest. Und das ist es eben gar nicht. Es ist eine sehr verkopfte Angelegenheit. Und das hat mich bei dem Film jetzt so gefreut. Der Film ist sehr, sehr,
geht mir sehr, sehr nahe. Geht wirklich sehr ins Herz, finde ich. Und das liegt auch an seinen darstellerischen Leistungen, aber auch an der Inszenierung von Joshua Hill. Und ich schätze Vonnegut's Prosa, nicht nur diesen Roman, auch andere Stoffe von ihm sehr. Aber es war immer mehr was für den Kopf. Und der Film hat mich, obgleich ich ihn nicht perfekt finde, ich werde auch noch einige Kritikpunkte äußern, hat mich doch sehr berührt stellenweise, muss ich sagen. Oh ja. Was amerikanische postmoderne Literatur gar nicht so sehr mit mir macht. Also wenn ich Pynchon lese, dann ist das Letzte, was ich dabei denke, ach, sind das tolle Figuren, ich möchte gerne mit denen noch mehr Zeit verbringen. Ganz ehrlich. Ja, was haben wir auch damit zu tun? Ja. Also ich habe in meiner Wahrnehmung, wie ich dann meine vor allem spätere Realschulzeit erlebt habe, irgendwie gedacht, meine Güte, gerade im Geschichtsunterricht und auch in anderen Fächern, das wurde irgendwann so gleichgeschaltet, verzeih das Wort, ist es irgendwie so, am Anfang war der Mensch und dann gibt es irgendwie eine kurze 333, bei ist das Keilerei, Durchhechelei. Und ach ja, da war mal der 30-jährige Krieg und das wird irgendwie alles gefühlt in den ersten 5 Minuten abgehandelt und dann hast du Jahre, redest du nur noch über den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und ich bin ein Kind der 80er, 90er und dann unserer Spätschuld und ne, dessen, wofür wir halt, ich fand es in Schlachthof 5 dann auch mal interessant, mal die andere Seite zu sehen, ne, und zu sagen, ja, da wurde beidseitig Schlimmes verrichtet, ne, und für mich war das deswegen auch nochmal so ein Stoff, wo ich dachte, boah, müssen wir jetzt in Religion, in Deutsch, am besten noch aus irgendeinem Grund in Physik den Zweiten Weltkrieg behandeln. Mhm. Und das hatte ich noch und nöcher durch. Und dann kam dieser Film dann halt auch mal und da habe ich gedacht, ach ja, da wollen wir jetzt mal nicht den Mantel des Schweigens drüber ausbreiten, ne? Mhm. Dass das irgendwo nicht ganz sauber war und dass die Amerikaner nicht nur diese glorifizierten Kriegsbeenderhelden sind, die seitdem die Weltpolizei stellt und dass man da auch nochmal kritischer hinguckt und das auch noch von einem Amerikaner. Ja? Und der Autor Uncle Kurt, wie ihn ja Stephen King liebevoll nennt, der ist ja in Amerika eine weitaus größere Nummer als hier in Deutschland. Oh ja. Hm. Und seine Biografie ist ja, das ist ganz wichtig, ziemlich eng verwoben mit die seines Protagonisten, dieses Billy Pilgrims. Denn auch Werner Vonnegut hat ja die Zerstörung Dresdens erlebt. Und Vonnegut war ganz sicher zu Lebzeiten, der ist ja 2007 gestorben, ein krass unangepasster, aber nicht humorloser Typ. Ja, und dessen Art zu schreiben, sagen wir mal, unkonventionell ist. Mhm. Sein sprunghafter Stil, der zieht sich ja über viele Bücher, also zumindest die ich da noch gelesen habe. Ne? Aber vor allem bei Schlachthof 5 ist, also nach Vonneguts eigener Beschreibung, ist ja telegrammartig geschrieben und wie er dann sagt und ist deswegen so wirr und schrill, weil es sich eben über ein Blutbad nichts Besseres, Gescheites sagen lässt. Das finde ich auch eines der schönsten Romane, das ich so im Kontext meiner Beschäftigung mit dem Buch, mit der literarischen Vorlage so gelesen habe. Der Zusatztitel übrigens im englischsprachigen Original, also ich glaube, den hat man auch für die deutsche Übersetzung übernommen, aber nicht eben für die Filmversion. Der Kinderkreuzzug geschah auf Anraten einer Freundin, die ihm gesagt hat, ja, dass sie hatte Angst, dass die amerikanischen Soldaten oder grundsätzlich das Militär als zu heroisch wegkäme in seinem Roman, was ich glaube, worin keine Gefahr wirklich bestand jemals, wenn sie dann die Möglichkeit gehabt hätte, das Buch zu lesen. Aber Vonnegut hat nichtsdestotrotz gesagt, okay, dann weise ich eben auch im Romantitel darauf hin, dass wir alle damals jung und unerfahren waren, dass man im Grunde Kinder und Jugendliche dort zum Sterben geschickt hat. Mhm. Und daher eben dieser Zusatztitel, der sich aus dem Kontext der Handlungen nicht so leicht erschlüsseln lässt. Vor allem nicht im Film, wo ich glaube, die Figuren auch nochmal die amerikanischen Soldaten dargestellt werden von sehr viel älteren Darstellern, zumindest älter als die im Buch gezeigten Figuren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, die da nochmal irgendwie, die vielleicht irgendwie in ihren späten Teenagerjahren sind oder Anfang 20. Im Film wirken die alle ein paar Jährchen älter. Mhm. Aber das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass der Hauptdarsteller sich selbst spielt vom jugendlichen Alter oder vom jungen Alter, sagen wir mal, vom Alter eines jungen Mannes bis hin zum, ja, greisen Herrn. Mhm.
Das war da wahrscheinlich auch produktionstechnisch gar nicht anders zu lösen. Und ich meine, ich glaube auch gar nicht anders machbar mit Studiokohle im Rücken und irgendwelchen Produzenten und Studiobossen, die gesagt haben, die alles abnicken mussten. Denn der Roman war ja kontrovers diskutiert bei Erscheinen. Eben aufgrund der von dir angesprochenen differenzierten Haltung zu dem, was die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg getan haben. Weil es eben ein sehr persönlicher Blick auf die Dinge ist und Vonnegut daraus auch keinen Hehl macht. Also es geht um Billy Pilgrim, aber Vonnegut ist der Erzähler dieses Romans und auch des Films damit im weiteren Sinne. Es ist sein Blick darauf, es ist sehr persönlich gefärbt und es geht eben nicht um die großen Themen. Es geht nicht um die Befreiung durch die Alliierten und den Holocaust und solche Sachen und Amerika, yay, Deutschland, pfui. Das ist auch gar nicht der Anspruch, die Anspruchshaltung des Romans, aber dass eben Vonnegut das so persönlich gefärbt hat, diese Geschichte, ich glaube, das wurde eben vor allem vorgeworfen, dieses Zerrbild, das darin vermutete, einer augenscheinlich für viele Amerikaner, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt doch absolut undingbar heroischen Tat des amerikanischen Volkes und des amerikanischen Militärs. Ich glaube, zumindest 1969 oder 72, als der Film erschien, 69 erschien, glaube ich, der Roman, war keiner dafür bereit, sich irgendwie mit durch die Augen von Billy Pilgrim mit sowas auseinanderzusetzen wie dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also spannend, das so kondensiert zu hören. Also naja, und ich meine, das, deswegen sage ich ja. Hab dir richtig zugehört. Ich habe gar nicht mal den nächsten Punkt im Moment. Geht mal weiter. Naja, man muss ja immer vorsichtig sein. Es erinnert mich dann auch wiederum so ein bisschen an meine Professoren, wobei die das niemals gemacht haben. Die Haltung solcher gemutmaßten Leute, also das sind ganz fiktive Konstrukte, die ich anlege, aber ich glaube, die gibt es noch und nöcher, die an sowas rangehen wie ein Weltkriegsfilm oder Kriegsfilm mit der Anspruchshaltung, da will ich aber auch den Krieg und das Leiden des Krieges in seiner Totalität präsentiert bekommen. In einer sanktionierten Art und Weise. Das muss ich ordentlich anfühlen. Und es müssen die großen Themen zu sprechen kommen. Und das, was irgendwie die Leute, die sich verdient gemacht haben, müssen namentlich genannt werden. Und genauso müssen eben Themen angesprochen werden wie die Shoah und die großen Schlachten. Und das tut eben Vonnegut gar nicht. Er reduziert das wirklich auf das Bombardement von Dresden. Und auf seine Kriegsgefangenschaft, die dem Ganzen vorhergeht und eben nichts anderes. Und ich glaube, das ist eine zum damaligen Zeitpunkt auch einer innerhalb einer sehr, sehr politisierten und politischen Zeit der USA, Ende der 60er, als dieser Roman rauskam, nicht ausreichend gewesen für viele, was dazu geführt hat im Umkehrschluss, dass viele das abgetan haben zu Beginn als unguter Roman. Literatur, die zumindest nicht ins Klassenzimmer gehört. Also etwas, das zur Verrohung der Jugend beiträgt und wenn nicht das, so zumindest zu einem falschen Eindruck dessen, was dort im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und ich glaube, das wird auch im Umkehrschluss ein bisschen dazu beigetragen haben, warum diese Filmadaption keine wirklich großen Fußspuren hinterlassen hat, weil sie eben im Schatten dieses Romanes steht und weil sie eben ein kommerzieller Flop war und, also naja, es war kein Mega-Desaster, aber zumindest war der Film nicht besonders profitabel und weil sie eben eingeklemmt war zwischen zwei Riesenerfolgen dieses Regisseurs, die eigentlich sein ganzes restliches Oeuvre haben vergessen lassen und weil ich glaube, der Stoff einfach in der Art und Weise, wie sich Vonnegut ihm nähert und auch George Roy Hill über den Umweg seines Drehbuchautors hier nähert, in den späten 70ern nicht mehr so die Relevanz besaß, als dann plötzlich viel radikalere Kriegsfilme rauskamen, wie Deer Hunter, wie Apocalypse Now, die viel, viel schonungsloser waren und einen vermeintlichen Realismus zeigten und eine Brutalität und auch irgendwie völlig ohne irgendeine Art von Ironie oder metafiktionalen Augenzwinkern darin. Das war alles, also so toll Deer Hunter und Apocalypse Now sind das sehr viel, glaube ich, konsensfähigere Filme als sowas wie Slaughterhouse-Five, der eben nicht nur einfach einen Blick wirft auf ein historisches Ereignis, sondern eben auch durch die Brille, eine sehr kunstvoll gefärbte Brille sozusagen, eine sehr literarische Brille und das Ganze sehr verfremdet und verzerrt und persönlich macht und dann doch wieder aus dem persönlichen Blickwinkel rausspringt. Also ich glaube einfach summa summarum ein sehr, sehr schwieriger Film, der genau in dieses Zeitfenster passte, Anfang der 70er, aber wahrscheinlich 5 Jahre später schon so, war. Ja. Sehr verkürzt ausgedrückt. Das war nicht verkürzt. Ich denke über alles gerade ganz heftig nach. Und ich denke auch, dass das auch ein Problem ist, dass dieser Film einen schwierigen, oder dass der Stoff, ne? Ja. Die Story. Dass das so schwer und. Er ist eben sehr von der amerikanischen Postmoderne, so der. Also ich tue mir ja schwer damit, die beginnen jetzt irgendwie zu datieren. Man sagt, also der schlaue Amerikanist oder
Literaturwissenschaftler sagt, die Postmoderne begann mit dem Tod von James Joyce und Virginia Woolf, die im selben Jahr starben, 1941. Mhm. Und das war so der Beginn der aufkeimende Postmoderne, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil 41 nicht automatisch jetzt die großen Romane rauskamen, dieser literarischen Gattung. Das geschah teilweise Jahre oder Jahrzehnte später. Aber all ihnen ist ja gemein so Aspekte dieser Metafiktionalität. Das sind Genremixe, da vermischt sich eben biografisches oder autobiografisches und fiktives. Da kommen literarische Einflüsse aus vorhergehenden Epochen rein, die dann nochmal durchgemixt werden. Dieser sprichwörtliche magische Realismus spielt da eine wichtige Rolle. Also dass Sachen, die komplett absurd sind, mit einer fast schon drögen, bierernsten, sehr geradlinigen, faktualen Sprache einem herangetragen werden und solche Sachen. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz schwer in Film übertragen, was George O'Hilly gar nicht unbedingt gemacht hat. Aber es sind doch Spuren darin vorhanden und die machen den Film natürlich anspruchsvoll, obwohl ich gar nicht finde, dass der Stoff so anspruchsvoll ist. Oder hast du das so wahrgenommen? Weil ich finde, es ist nicht dafür, dass er so in diesen vier Ebenen spielt, in diesen vier Dimensionen, ist es gar nicht so schwer, ihm zu folgen. Nein, finde ich eigentlich auch nicht mehr. Also ich finde auch, dass George Roy Hill, der Regisseur, da schon etwas wesentlich Zugänglicheres gemacht hat, ne? Es ist aber natürlich schon immer anstrengender, ich sage das im besten Sinne, ein Buch zu lesen und das sich zuzuordnen, wenn man dann einen Tag später erst weiterliest. Wo waren wir gerade nochmal? Vor allem, wenn er so Zeitsprünge macht, als wenn das ein Film ist, der ziemlich gut hintereinander wegläuft. Ne? Aber ich glaube, die Schwere des Stoffes oder ja die Schwierigkeit der Amerikaner, der Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit oder dass man sagt, so, das ist moderne amerikanische Literatur als Markstein, ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, warum Vonnegut es versucht, auch ein bisschen, wie nennt man das nochmal, das trojanische Pferd, das ein bisschen zu verpacken, indem er sagt, eigentlich ist es aber auch Science Fiction. Und er hat sich dagegen nie so richtig gewehrt, dass das da immer so eingeordnet worden ist. Und das kommt ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, vor allem durch diese Zeitsprünge und dann natürlich auch diese Planetensequenzen, über die man dann unbedingt noch sehr kritisch reden muss. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass er diesen Gefühlsspagat mit uns macht, der Film und Vonnegut auch. Und dass er sagt immer, bei aller Brutalität, ne, kommt ja dieser Humor nicht zu kurz. Ne? Das ist ja immer diese Verzweiflungshumor, der Galgenhumor. Also im Film, da gibt es zum Beispiel so diese wirklich authentisch gruseligen Szenen, wo zum Beispiel Billy inmitten einer Menge von Menschen, die sich am Flughafen verabschieden, plötzlich so vermummte Personen sieht, die wie aus dem Nichts plötzlich dazwischen stehen und die ohne ersichtlichen Grund Skimasken und Visiere tragen. Ganz, ganz gänsehautartig ist diese Szene. Und später entpuppt sich das aber als eine Vision, weil Billys Flug abstürzt und er dann als einziger Überlebender von einem Bergungstrupp auf Skiern gerettet wird. Und jetzt kommt der Clou. Da haben wir diese krass brutale Szene mit Blut im Gesicht und allem. Schlimme Abschussszene. Und jetzt kommt der Clou. Seine Frau, die nun erfährt, dass Billy schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, stürzt in ihr Auto und rast ohne Verstand und Sinn den Highway rauf und runter, um dann nach etlichen Karambolagen und eine Action-Einlage, die so unerwartet und wie auch gut inszeniert ist, so für ein so krasses Verkehrschaos sorgt, dass es den Blues Brothers den Wasser reichen kann, ja. Das ist so super, wo dieser Mann sagt, oh, da war gerade eine Verrückte, die ist hier, oh Gott, da kommt sie schon wieder. Da muss ich so laut loslachen, weil es so was Befreiendes hat, ja. Was mich ein bisschen daran erinnert, wie ich als Kind dazu gezwungen wurde und später bin ich freiwillig hingelaufen, zu Hermann van Veen Konzerten zu gehen. Oh. Ja, der Mann, der schafft das auch, der kann dich zum Weinen bringen, in der nächsten Sekunde musst du darüber lachen. Oder dann gibt es so eine Szene, da liegt Billy dann später im Krankenhaus und ist immer noch von Sinnen und brabbelt im Schlaf so, geht ohne mich weiter, geht ohne mich weiter, es tut mir leid. Und dann hat er ja neben sich diesen selbsternannten Kriegsautoren als Zimmernachbar liegen. Und er sagt dann, da hast du es. Das Einzige, was er tut, ist, sich zu entschuldigen, aufzugeben und zu kapitulieren. Das sind dann das ist so typisch Vonnegut, ne? Der kann dann so damit spielen, dass das alles eine Groteske ist, ja. Und ich finde das unheimlich gut gelungen. Und darin verpackt er das ein bisschen annahmeverträglicher, was eigentlich sehr weh tut. Mhm. Und dass George Roy Hill damit
seinen Hit nicht gelandet hat, weil das gequetscht ist zwischen zwei Superhits, ist wie mit Talk Radio und Oliver Stone. Ja? Vermutlich, ja. Da sehe ich total eine Ähnlichkeit drin. Nee, unterschätzt ohne Ende. Ich bin noch nicht mal so besonders großer Fan von Butch Cassidy and the Sundance Kid, aber ich freue mich darüber, dass es George Roy Hill erlaubt hat, diesen Film zu machen. Weil das ist dieser klassische Film, der einem zugestanden wird, wenn man eben einen Monster-Hit hatte. Das ist eben das, was die Coen Brothers machen durften mit A Serious Man, nachdem sie No Country for Old Men hatten. Das sind so die, also das ist der Film, auf den keiner gewartet hat, der aber trotzdem sehr, sehr gut, und der gerade vielleicht deswegen sehr, sehr gut ist. Aber um nochmal kurz auf das zu sprechen zu kommen, was du gerade erzählt hast, ich habe den Humor in der Filmversion von Slaughterhouse 5 jetzt auch sehr zu schätzen gewusst. Auch hier fand ich erstaunlich, dass er der Tonalität des Humors in der Romanvorlage sehr, sehr ähnelt, aber auf unterschiedlichem Wege erreicht wird. Ich meine, Roman hat nicht den Luxus einer solchen Actionsequenz wie diesem Blues Brothers inspirierten, kann ja nicht Blues Brothers inspiriert sein, weil die kam 10 Jahre später, ähnlichen Crash Car Derby mit Valencia, heißt glaube ich seine Billy Pilgrims Frau. Das ist hochgradig lustig und dem wird auch so eine ganz furztrockene, schwarzhumorige, lakonische Note verpasst, indem wir eben in der fast unmittelbar darauf sehen, wie eben wie Billy Pilgrim diesen weißen Cadillac seiner Frau zum Geschenk macht und sie sich darüber freut und sagt, ich wollte ihn schon immer haben. Und wir haben eben das Wissen, ähnlich wie Billy Pilgrim, der eben alle Zeit eben zur gleichen Zeit erlebt, dass der eigentlich schon so gut wie kaputt ist. Der ist schon kaputt. Genau, dass in einem Szenario, was für Billys Frau in der Zukunft spielt, dieses Ding zu Schrott gefahren wird, aber wir haben schon längst miterlebt. Und das Äquivalent dazu, was der Roman immer macht, ist zu sagen, so it goes. So enden ganz viele Absätze und Kapitel mit diesem lakonischen so it goes. Dinge passieren eben einfach. Sachen, die gut angefangen haben, gehen kaputt. Menschen, die man lieb hat, sterben plötzlich oder werden umgebracht auf sehr schmerzhafte Art und Weise. Pläne, die man sich für die Zukunft gemacht hat, funktionieren so nicht und scheitern. So it goes. Und das kann der Film, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, das wäre sehr banal geworden oder eintönig, sehr unfilmisch einfach. Und ich finde interessant, dass der Film eben in solchen Momenten doch durchaus was Eigenes macht. Aber für mich mit einem ähnlichen Resultat, nämlich auch diesem ganz, ganz ja sardonischen, schwarzhumorigen Humor. Er zeigt dauernd diese Unausweichlichkeit, ne? Sehr dessen, schön. Was man vielleicht irgendwo Karma oder Schicksal nennen dürfte. Aber diese Gleichzeitigkeit des Wissens darum, dass was geschehen wird, und der Film macht das ja öfter mal, dass er dir etwas zeigt und dann erst die Vorgeschichte dazu liefert und du merkst, oh shit, dahin geht das. Und das ist so dieses, dass du auch dessen so ausgeliefert bist, das noch mal mitzuerleben und es unabänderlich ist. Und später im Film kommt das schon noch mal zur Sprache, ne? Dieses, du kannst dem Schicksal nicht entrinnen oder beziehungsweise es ist alles schon passiert. Also mach dir keine Sorgen darum. Es bedeutet am Ende eigentlich so wenig, ne? Ja. Übrigens, wir müssen mal ganz dringend, und ich mache das jetzt mal, auf diese sprunghafte Erzählform kommen. Ich habe das jetzt mal übertitelt mit Billy, reist du schon wieder in der Zeit umher? Also der Film als nicht-lineare Erzählung. Billy Pilgrim. Pilgrim, ne? Ja. Das ist, subtil ist das Ganze nicht. Der Pilger in Raum und Zeit. Vonnegut schreibt, zu den Dingen, die Billy Pilgrim nicht ändern konnte, gehören Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Billy muss sich ständig irgendwie ins Leben einreihen und schafft das auch ständig nicht. Und ich glaube, dass er sich deswegen in so eine Art von Traumwelt flüchtet, dem Planeten Tralvamadore. Also auf jeden Fall springt er in der Zeit umher. Und das macht der Film ja auch. Und dieses Schluck auf der Zeit, das lässt den Betrachter ja ständig Dinge wissen, die im aktuellen Geschehen vorauseilen und die uns dann als Beiwohner noch ohnmächtiger machen, ne? Wegen dieser Unabänderlichkeit. Und der Film lebt ja von zunächst scheinbar willkürlich zusammengewürfelten Episoden, die zusammengepuzzelt ein großes Ganzes dann ergeben, wer sich dann Leben nennt. Ne? Und wie Erinnerung auch, funktioniert die Montage des Films wie eine assoziative Verkettung. Ne? Geräusche, Orte und wie wir ja selber auch wissen, Gerüche leiten uns ja immer unausweichlich ins Unterbewusstsein. Ne? Und manche Sprünge bleiben natürlich trotzdem unergründlich und Interpretationssache, wie gesagt, intuitive Momente. Und wenn wir nochmal zurück zum Springen kommen, ich habe selber als Zivildienstleistender und auch zuletzt bei meiner eigenen Oma erlebt, wie man am Ende seiner Tage
immer wieder an vergangene Orte zurückkehrt und fast nur noch da verweilt. Ja? Und das nicht nur gedanklich, sondern halt auch, jetzt ja auch hier körperlich geschieht, das ist jetzt eine Eigenart, aber es ist ein Phänomen des Alters. Und wann Billy eigentlich beginnt zu springen, das wird im Film und auch im Roman eigentlich gar nicht so genau erklärt. Ne? Also wo dieser Moment kommt. Man könnte natürlich sagen, wahrscheinlich hat dieses Traumata von Dresden das ausgelöst, vielleicht aber auch seine spätere Schocktherapie oder einfach diese Abkehr von wegen, ich ziehe mir das Leben jetzt nicht mehr rein, ich brauche einen Rückzugsort. Und ich mag den Film vor allem wegen dieser Montage. Ne? Das sind Szenen, wie die Kriegsgefangenen von der Tagespresse in Lumpen fotografiert werden und das wird dann quergeschnitten mit der Übernahme des amerikanischen Erfolgsbetriebes der Schwiegereltern. Mhm. Ja, das wird so gleich geschnitten. Oder hier die Wahl von Edgar Derby, dieser väterlichen Figur für Billy. Der wird dann als Sprecher der Kriegsgefangenen gewählt. Und das wird quergeschnitten mit der Berufung von Billy in den Lions Club. Mhm. Ja. Also das hat ja so eine Bedeutungsdiskrepanz, die schon wehtut. Ja. Ja. Hier wird also etwas extrem Relevantes, und zwar nichts Geringeres als das Wohlergehen und der Schutz der Menschenrechte der Soldaten, zynisch gleichgestellt mit einer späteren Finanzjonglage zur karitativen Gewissensbeschwichtigung, sage ich jetzt mal. Ja. Oder dieser Schrei beim Elektroschock, der dann so in das Pfeifen des Zuges übergeht. Ne? Ja. Und eine meiner Lieblingsmontagen ist die Szene im Garten, die wir offensichtlich ohne Schnitt den Wechsel von Jahreszeiten erleben. Und da scheinen sogar Jahre zu vergehen. Denn der Hund wird größer und die Frau wird dicker. Und sie ruft zum Abendessen und Billy fährt Rasenmäher. Und das geht dann ja ein Jahr aus. Und das ist in einem scheinbar ohne Schnitt gefilmten Passage. Das ist so wundervoll kompetent gemacht. Ja, da kriegt man Gänsehaut, wie man ein Leben so zusammenfassen kann in wenigen Momenten. Ja. Übrigens muss man hier mal ganz kurz erwähnen, dass die Maske des alternden Billys für 1972 ganz schön überzeugend aussieht, muss ich sagen. Doch, ja. Also da gab es qualitative Sprünge, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der Exorzist vorher oder ungefähr zum gleichen Zeitpunkt rauskam, aber es muss ungefähr die Ecke gewesen sein. Und ich glaube, das, was also so Effektkünstler und Maskenkünstler wie Dick Smith damals, die haben da wirklich Pionierarbeit geleistet. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich bin jetzt mal abseits von Kubricks 2001, da hat mich wenig vor den 70ern in Sachen Maskentechnik sehr beeindruckt, muss ich sagen, im Hollywood-Kino auch. Und das ist auch so ein, tatsächlich jetzt so ein Erlebnis gewesen, bei dem ich dachte, oha, das sieht erstaunlich gut aus. Ich meine, gerade so Masken älterer oder alternder Menschen sehen oft einfach nicht gut aus, bis zum heutigen Tag. Da aber knirscht das, ja. Ja, ich meine, gut, das hat eben an anderer Stelle, muss man dafür vielleicht Abstriche machen, der Hauptdarsteller Michael Sacks ist als jugendlicher Billy minder glaubwürdig, würde ich jetzt mal behaupten. Er passt für mich sehr gut in die Rolle so dieses Mannes um die 40 im eigenen. Ja, aber ist das nicht faszinierend? Er ist jugendlich. Er ist Anfang 20, als er diese Rolle spielt. Er ist er selbst in einem Alter, aber er wirkt als alternder und als alter Mann wesentlich überzeugender, auch in seiner Schauspielkraft. Das ist total faszinierend. Du kaufst dem diesen Deppjungen, der sich wie so eine Art Forrest Gump, ja, durch die Kriegstreiben da schubsen lässt, kaufst du dem total ab, weil du denkst, oh, was für ein Volldepp. Ja, dreh dich doch einmal zur Seite und guck nicht hin, Mann. Ja. Und später kaufe ich ihm seine Weisheit und seine in sich ruhende, buddheske Art. Das ist total ab. Faszinierend. Ja, ja. Er hat aber kaum eine Schauspielkarriere gehabt, noch irgendwie hier nach. Also auch erstaunlich, wie eben auch viele vor der Kamera, was einer der weiteren vielen, vielen Punkte, und einige haben wir bereits genannt, ist, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass dieser Film kein großer Erfolg wurde. Wobei ich es als strategisch klug empfinde, den Film überwiegend mit Menschen zu besetzen, die man kaum irgendwo anders bisher gesehen hat. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Nicht, dass die Namen ja alle unbekannt sind, aber zum damaligen Zeitpunkt war eben, ich glaube, zum Beispiel hier Mrs. Wildhack, Montana, die Frau seiner Träume und die Dame, die er dann später wieder trifft auf Tralfamadore, hier von Valerie Perrin gespielt, die war da eben noch nicht Mrs. Tessmacher aus den Superman-Filmen. Und das war alles noch so ein bisschen reiner
unbelasteter. Hat mich auch sehr, sehr angesprochen, muss ich tatsächlich sagen, weil man sieht, wann sieht man das noch heutzutage? Eine wirklich große Produktion, und ich möchte immer auf diesem Aspekt damit Studiogelder produziert rumreiten, unabhängig davon, der Film sieht einfach wertig produziert aus. Man sieht, da steckt sehr viel Professionalität drin. Du hast von Schnitt bzw. Montage gesprochen, die ist delikat geradezu. Der Film ist eine Masterclass in gutem Editing. Man sieht im Film einfach von hinten bis vorne an, da steckt sehr viel Liebe und sehr viele Ressourcen drin. Und dann eben vor der Kamera kaum jemanden zu kennen, das ist ein ungewohnter und, wie ich finde, in diesem Fall sehr erfreulicher Luxus. Weil normalerweise, also heute castet man eben also gerade teure Produktionen, und das wird nicht ohne gewesen sein hier, eigentlich nur über so die Namen von ein, zwei bekannten Stars. Sobald eben Brad Pitt oder Emma Stone zusagt, kriegst du einen Film finanziert. Und solange die nicht zusagen, kannst du lange auf dein Geld warten. Aber in dem Fall ging auch ohne. Hat nur kein Geld gemacht, hat keinen interessiert. Und die Gründe dafür, darüber können wir jetzt ewig spekulieren, wir lassen es am besten aber einfach. Ansonsten, ja, also ich möchte gerne nochmal zum Schnitt zurückkehren. Ich weiß nicht, ob der richtige Zeitpunkt dafür ist, aber das hat mich auch, glaube ich, mit am meisten begeistert, weil der Schnitt ist hiermit nicht unsichtbar, und viele, sagen wir mal so, Techniker, also Filmtechniker und TechnikerInnen, in dem Fall eine Innen, Didi Allen, reiten ja oft so darum, auf dem Standpunkt, naja, wenn man meine Arbeit nicht bemerkt, ist sie eigentlich am gelungensten. Wenn man die Tricks nicht als Computertricks nicht als solche wahrnimmt, haben sie eben gut funktioniert. Wenn man das Editing nicht spürt oder sieht, ist es gut. Wenn man die Musik quasi so, wenn die mit den Filmbildern im Einklang steht, aber nicht sich zu sehr in den Vordergrund wirkt, ist es eine gute Filmmusik. Aber in diesem Fall ist tatsächlich mir das Editing sehr, sehr gewahr gewesen beim Filmgucken die ganze Zeit. Und es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Es hat mich nicht gestört, dahinter jemanden zu sehen oder zu vermuten wie Didi Allen, die hier die Finger am Schnittpult hat und diese Szenen so zusammenführt, weil es unglaublich kunstvoll montiert ist und ich teilweise eine diebische Freude daran hatte, das Wort schon wieder, einfach zu sehen, wie sie das zusammenschneidet. Diese Wahl von Edgar Derby mit dieser Lions Club-Ansprache, die dann Billy Pilgrim später hat. Und auch auf der Soundebene, ne? Dieses Klatschen. Ja, genau. Toll. Ja, was sich auch gegenseitig überlappt. Und auch unglaublich variantenreich, weil manchmal haben wir eben Jump Cuts oder Fades, dann aber wiederum genau Szenen wie diese mit dieser Klatscherei, wo die Tonspur die beiden Zeitebenen überlagert und ineinander reingrätscht. Das ist auch unglaublich variantenreich und deswegen auch macht das so viel Spaß bis zum Ende, dass man sich nicht auf eine Schnitttechnik konzentriert hat. Und am Anfang ist es wirklich meistens noch so, dass man vordergründig ein visuelles Motiv hat, wie zum Beispiel Füße oder Schuhe, also Füße, die einen Raum verlassen, durch einen Türrahmen gehen und dann wird in eine andere Szenerie geschnitten und da geht eben auch gerade jemand durch eine Tür und dann befinden wir uns plötzlich vom Sprung von den 70er Jahren zurück nach 1944 oder was weiß ich. Aber bevor das langweilig wird, macht Didi Allen und Joshua Hill eben zusammen mit ihm immer wieder neue Sachen. Und das finde ich eben auch so unglaublich spannend. Wir haben den Schnitt als das technische Medium, das umzusetzen, was Vonnegut auch in seinem Roman macht, und zwar dieses nicht-lineare Erzählen. Ne? Und dafür gibt es ja auch so einen Glaubenssatz. Ne? Also der sagt das auch irgendwo in einem Film. Der sagt dann, in Trifamadore sagt man, die Zeit ist eine wahllose Aneinanderreihung einzelner Augenblicke. Und das ist der Didi Allen, man muss den Namen einfach jetzt nochmal erwähnen, Didi Allen, ist als Cutterin des Films, die hat ja solche Perlen wie Bonnie und Clyde, ich kenne sogar Alice's Restaurant, Serpico, Little Big Man, Serpico, der Hundstage und Schlappschuss. Schlappschuss, Night Moves hat sie gemacht, die heißt Night Spur, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, stimmt. Ja, das weiß ich natürlich, zu verantworten. Ne? Und die ist ja extrem oft nominiert worden und hat am Ende ihrer Karriere dann eigentlich nur noch diesen Ehrenpreis, aber immerhin dann für ihr Lebenswerk erhalten. Aber was die da leistet, dafür alleine lohnt sich, diesen Film anzuschauen, wenn man nur technisch interessiert ist, wenn man sagt, ach, lass mich mit der Geschichte in Ruhe und warum wird das dann plötzlich Science Fiction und so weiter. Ne? Aber das, wie sie das macht, das ist der Zeit von Übergängen wie in Highlander so weit voraus. Ich finde es total, alleine das hat mir nochmal so viel Spaß gemacht, den Film deswegen nochmal anzuschauen. Und ich dachte, ach ja, genau. Ach ja, jetzt kommt dieses, ach wundervoll, gleich kommt das Pfeifen des Zuges, ja genau. Boah, ist das gut eingearbeitet, ist das gut kompetent gemacht. Von wann ist der Film? 72? Der ist so modern. Der ist so modern und schnell erzählt, ja. Und das sollte ja dann, keine Ahnung, noch bis Mitte der 90er Jahre dauern, bis dann eine nicht chronologische Darstellung der Ereignisse total en vogue wurde, ne? So, ja. Ich rede von Pulp Fiction. Natürlich tust du das.
Aber schnell und treibend, und das ist auch alles richtig, aber auch ganz wichtig, es ist nachvollziehbar. Und ich glaube, das war so meine Sorge, bevor ich jetzt den Film sah. Und ich glaube auch mit ein Grund, warum ich nie so ein großes Interesse hatte, mich mit der Filmversion auseinanderzusetzen. Erstmal, weil ich den Roman in sehr hohen Ehren hielt, aber auch, weil ich dachte, wie transportiert man das in einen filmischen Kontext? Kann das überhaupt gut gehen oder wird das dann nur wieder eine der x unzähligen fehlgeleiteten Romanadaptionen, die es wirklich nicht gebraucht hätte im filmischen Bereich, wo jemand versucht hat, eben einen sehr, sehr literarisch gewagten Text in eine konventionelle filmische Erzählform zu pressen. Und das macht der Film sehr gut. Ich würde nicht sagen, er ist so kunstvoll wie der Roman, weil das, glaube ich, auch nicht sein kann und sein will. Dafür ist auch die Erzählweise des Films zu kontrolliert und teilweise auch ein bisschen didaktischer so in seiner Methodik. Aber ich glaube, das braucht es auch, weil es ist in einem Roman, glaube ich, sehr viel. Der Reiz des Romans liegt auch daran, sich so ein bisschen dieses Raum-Zeit-Konstrukt zu entschlüsseln und sich mit Billy darin zurechtzufinden. Und der Film hat sich, glaube ich, auf die Fahnen geschrieben, zumindest war das mein Eindruck, du kannst ja gerne widersprechen. Ich will im Grunde, dass die Fronten, passend zur Kriegsthematik, in den ersten paar Minuten geklärt sind. Der Zuschauer, Zuschauerinnen, die sollen sich von Beginn an wohlfühlen. Im Grunde haben wir bereits 4 oder 5 Zeitsprünge in den ersten 10 Minuten und ich habe mich trotzdem nicht verloren gefühlt, weil es eben editing-seitig so gut verwoben ist. Ganz dicht. Ja. Mhm. Und ich glaube, meine erste Erinnerung an den Roman war, ich weiß im Grunde bis Seite 70, 80, 100 gar nicht so richtig, woran ich bin. Wohingegen ich beim Film gewusst habe, ja klar, da bin ich. Das ist Billy Pilgrim und er springt eben durch die Zeit. Die 4. Dimension. Genau, weil es halt visuell nochmal unterstrichen wird. Du kannst die Gesichter natürlich schneller wiedererkennen, als das jetzt beim Roman, wo du deine eigene Imagination ausgeliefert bist, auch so schnell auf die Schnelle so möglich ist. Aber ja, es gibt eine klare Orientierung und das macht der Film richtig gut. Hast du übrigens eine Lieblingsszene? Ich will natürlich darauf hinaus, dass ich eine habe. Und die erzähle ich aber dann danach. Oder soll ich sie jetzt erzählen? Dann hast du noch 2 Sekunden Zeit. Erzähl mal. Das war ganz doof rhetorisch. Also, meine Lieblingsszene ist eigentlich, ich habe eigentlich 2, aber na gut, ich mache jetzt immer hier eine. Also, als diese jungen Soldaten unter den Augen der Passanten nach Dresden reinkommen und dieses Bach-Allegro aufspielt und dann die Montage der Bilder und klassizistischen Gebäude, ne? Die Statuen mit ihren träumenden Gesichtern. Und die blicken so von oben herab, 200, 300 Jahre alt, alte Gebäude. Die ragen so monumental in die Höhe, als könne sie nichts und niemand zerstören. Und die amerikanischen Soldaten, die sind sichtlich ergriffen von dieser architektonischen Pracht und der kulturellen Vergangenheit, die sich da ihnen so aus Stein gemeißelt entgegenstellt. Ist übrigens in Prag gedreht worden, wobei ich die Auswahl an Gebäuden und also gut, also authentisch finde. Also ich war in beiden Städten mittlerweile, im wiederaufgebauten Dresden und in Prag. Und ich muss sagen, das war eine gute Wahl, ne? Also das so stellvertretend dann für Dresden zu nehmen, weil die Städte ähneln sich genügend, ne? Und Dresden ist ja so das Elbflorenz. Ja, und dazu spielt dann halt Glenn Gould seine Bach-Interpretation. Fantastisch, ne? Also das sind so tolle Aufnahmen. Oder auch am Ende des Films, ne? Wo Billy Pilgrim kurz sagt, das ist meine 2. Lieblingsszene. Ich habe eine Lieblingsszene, und zwar 2. Die 2. ist einfach, wo er sagt, ja, natürlich weiß ich, wie ich sterben werde. Und dann kriegen wir diesen Schnitt in dieses Auditorium, wo er dieser alte Billy Pilgrim vor diesem Publikum spricht und sagt, ich werde heute Abend erschossen werden von einem Mann, der sein Versprechen einhält. Boah, das ist. Und dann dreht die Kamera so um ihn herum und diese Lichter gleißen so ins Bild, ne? Und es sieht auch wirklich futuristisch aus. Und das ist, das ist so gänsehautmäßig. Die Kamera wurde übrigens hier von, wie heißt er? Ja, genau, ich habe es ja hier stehen. Miroslav Andrijek. Miroslav Andrijek, der hat den Feuerwehrball von Miloš Forman schon abgefilmt. Ach, so eine Perle. Und hat dann später Hair gemacht und Amadeus hat er gemacht, ja? auch Nominierungen dafür bekommen. Und er hat übrigens Gab und wie er die Welt sah gemacht, ja. Für wieder mal George Roy Hill. Ja, definitiv auch ein Künstler, Kameramann, dessen Arbeit ich unglaublich
schätze und gar bewundere, der nicht nur eine relativ langlebige Karriere hatte, sondern eine eben auch sehr, sehr variantenreiche Handschrift. Woran ich mich erinnere, auch wenn ich nicht alle Filme schätze, an denen er mitgewirkt hat, ist, dass sie immer alle fantastisch aussehen. Von wirklich solchen Frühwerken wie hier, also vergleichsweise frühen Werken, bis hin zu sowas wie wie dem Penny Marshall-Film, Zeit des Erwachens und ich glaube, eine Klasse für sich hat er auch mit Penny Marshall gemacht. Das waren so die letzten Sachen in seiner Vita. Die sehen alle fantastisch aus, die Filme. Hat sich relativ früh zur Ruhe gesetzt, glaube ich. Lange, lange vor seinem Tod, wollte ich noch sagen. Aber ich weiß, vielleicht hat er uns auch was vorausgehabt. Vielleicht wusste er, dass alles endlich ist und hat seinen eigenen Tod bereits vor Augen gesehen und wusste 2000, was weiß ich, 15 oder so, ist es mit mir vorbei und ich sage auch schon mal bye-bye. Sehr, sehr präsent einfach auch im Kino der 70er, 80er und 90er. Und das ist genauso, ich meine, wir sind ja ungefähr eine Generation, eben das Kino, mit dem ich aufgewachsen bin, das ich in meiner Kindheit und Jugend gesehen habe. Und deswegen auch, wenn mir Miroslav Ondrejček damals noch kein bewusst bekannter Name war, war er eben immer da. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit, dass du es so ansprachst, so von wegen kann Prag, das tut es ja heute noch gut, andere Städte dubeln oder kann es in dem Fall gut für das nach dem Krieg zerbombte Dresden einstehen. Ja, kann es. Und der Faktor hier der Authentizität, auch wenn das natürlich hier wiederum einfach das Zerrbild ist oder der Blick durch die Brille von Billy Pilgrim oder Kurt Vonnegut, dem autobiografischen Erzähler des Ganzen, also weil da sind ja viele Elemente drin, die Vonnegut selber erlebt hat. Er war im Krieg in ähnlichen Lagen, er geriet in Gefangenschaft, er war bei dem Bombardement von Dresden dabei, seine Schwester ist auch früh gestorben. Also dieser Faktor der Authentizität oder inwieweit fühlt sich das, was wir sehen, wahrhaftig an, ist eben auch ganz wichtig und das schafft eben auch Miroslav Ondrejček wunderbar in seinen Filmbildern zu transportieren. Und das ist eben auch einer der herausragenden Aspekte dieses Films, diese inhaltlichen autobiografischen Aspekte zu paaren mit einer filmischen Fiktion, einem Trugbild, einem Zerrbild auf das wahre, wahrhaftige, was sich eben trotzdem durch Ondrejčeks Bilder auch so wahrhaftig anfühlt, dass wir uns als Zuschauerinnen und Zuschauer komplett darauf einlassen können und darin verloren gehen. Ach ja, ich poppe immer aus so einer Situation heraus, dass ich dir so zuhöre und immer ich denke, ich glaube nicht, stimmt, dass ich mich gut ausdrücke, ehrlich gesagt. Ja doch, also natürlich für mich ein Wissenden und das ist der Punkt, an den ich oft denke oder jetzt hier viel mehr denke, wenn ich jetzt überlege, dass jemand, der deinen Podcast treu folgt, sich diese Folge jetzt anhört, weil er sich einfach alles anhört und sich dann denkt, oh mein Gott, wovon reden die da eigentlich? Das ist ja, also wir reden darüber genauso sprunghaft, wie der Film oder der Roman auch funktioniert. Ja, und ja, das mag man uns verzeihen, weil der Film hat einfach extrem viele Aspekte und es sollte eher ein Werberuf sein. Genau, ich glaube, da gibt es auch nichts zu verzeihen. Über den Aspekt unseres Gesprächs, den ich so habe kommen sehen, habe ich mir natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, wie gehen wir hier vor? Wir können natürlich nicht der Chronologie der Filmhandlung folgen, weil sie eben hin und her springt. Und ich habe jetzt darüber nicht Buch geführt, aber es gibt, glaube ich, mehrere Dutzend Zeitsprünge in diesen gut 90 Minuten, die der Film dauert. Das ist kein langer Film, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und bis auf, sagen wir mal so, die letzte Viertelstunde, wo ich schon sowas habe wie jetzt nicht eine faktische, aber irgendwie zumindest gefühlte Chronologie der Ereignisse, dass ich das Gefühl habe, da gibt es Szenen, die aufeinander aufbauen und eben einfach nicht nur ineinander reinspringen und sich anschreien und dann wieder zusammenfinden und sich gegenseitig abstoßen. Also abgesehen von der letzten Viertelstunde ist da nicht viel zu holen in Sachen chronologischer Erzählform. Da geht es nach hinten und nach vorne und manchmal weiß man eben auch als Zuschauer, obwohl man immer der Handlung immer folgen kann, nie ganz exakt, wo man sich befindet. Weil natürlich auch, es gibt ja nicht nur diese, ich glaube, es sind vier Zeitebenen, auch innerhalb dieser Zeitebenen gibt es noch kleine Differenzen. Da weiß man nie genau, wenn man ihn sieht mit seiner Frau, sind die schon verheiratet oder stehen sie kurz davor zu heiraten? Ich habe hier eine Szene, macht das überhaupt etwas aus? Oder macht es überhaupt einen Unterschied? Und weil du mich vorhin an meiner Lieblingsszene erinnerst, ich glaube, als Lieblingsszene taugt es nicht, aber es war zumindest einer meiner liebsten Momente, als dann eben die Heirat kommt, von der ich zu dem Zeitpunkt in dem Film schon annahm, dass sie schon geschehen war oder ist, flüstert sie, also seine Frau Valencia, Billy ins Ohr, I'm going to die for you. Also ich nehme auch wieder ab, wenn wir erstmal verheiratet sind und so. Und das geht ja schon alles irgendwie so seinen richtigen Wege. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr komisch. Das ist gut. Sie verspricht das beim weißen Cadillac ja nochmal. Oh Billy, jetzt werde ich endlich abnehmen für dich. Ja. Süß. Ja, ob dieser Podcast, der Podcast jetzt hier, den wir gerade besprechen, live, der ist genau wie das Leben. In Tralfamadore sagt man ja,
und die Zeit ist eine wahllose Aneinanderreihung einzelner Augenblicke. Und jetzt geht's weiter. Und man sollte sich auf die guten Augenblicke konzentrieren und nicht auf die schlechten. Und liebe Hörer, das macht ihr bitte genauso. Wir müssen mal auf Trafamadore zu sprechen kommen. Ja, bitte. Ich glaube, es ist der Part, mit dem sich in der Rezeption und auch in der Nachbesprechung zum Film so einige Leute ein bisschen schwer getan haben, weil die finden die Sequenz irgendwie sogar langatmig, obwohl sie das nicht ist. Ich habe das nochmal überprüft, so viel Spielzeit ist da gar nicht. Oder kitschig. Ne? Mhm. Und die Planetensequenz ist jetzt meine eigene Meinung. Die ist gewollt abstrakt. Mhm. Trafamadore ist ein Refugium und es ist ein Rückzugsort. Und daher ist dieser Ort auch absichtlich artifiziell, sogar kitschig. Und Trafamadore hat in meinem Privatleben zumindest so viel Wirkung gehabt, dass ich, als ich vor ein paar Jahren zusammen mit einem Freund an einem Musical gearbeitet habe, dass wir dieses, nicht nur das Wort Trafamadore, sondern auch tatsächlich die Idee eines alternativen Rückzugsortes für unseren Hauptdarsteller auch gewählt haben. Wir haben damals uns mit dem Gedanken getragen, Schlachthof 5 tatsächlich als Musical zu verarbeiten, aber haben uns an die Marke nicht rangetraut und haben aber viele Elemente dann in unsere eigene Story mit reingearbeitet. Und deswegen ist Trafamadore für mich so ein total gegenwärtiges Wort und auch Ort. Und ich habe Trafamadore übrigens in den 90ern oft als Passwort benutzt für verschiedene Oberflächen. Ist aber nicht mehr aktuell, braucht ihr nicht versuchen. Und Trafamadore kommt ja bei Vonnegut noch öfter vor, also auch in anderen Romanen übrigens. Ne? Und also ich glaube, dass Trafamadore im Buch und auch im Film eine gewollte Groteske ist. Ich versuche das jetzt mal irgendwie hinzukriegen. Es ist, glaube ich, das Element, das einen so ein bisschen brechen soll, wo man einfach sagt, ach, das ist jetzt eine Groteske, das ist jetzt, der kann auch gar nicht anders, weil Billy selber braucht diesen Ort vielleicht, um gegebenenfalls zu sagen, boah, Trafamadore, ne, die Wesen, die Trafamadore erschaffen haben, die wissen ja, dass Zeit nichts bedeutet, ne? Mhm. Weil die wissen auch ganz genau, wann die Welt endet, ne? Und dieser Knopf, der wird halt gedrückt und der wurde schon immer gedrückt. Es bedeutet also nichts. Also deine kleinen Lebensepisoden, ne? Der Stress von gestern, die Bombardierung von Dresden, der Tod deiner Frau, es bedeutet nichts. Es ist völlig egal. Es ist nur eine Aneinanderreihung. Und du kannst es auch wieder von vorne starten. Und am Ende bedeutet es einfach nichts. Und das ist diese Groteske. Und warum das im Film dann von wegen, Nanu, ich dachte, ich gucke hier einen anspruchsvollen Film über die Bombardierung von Dresden und plötzlich hängt der Typ in so einer Glaskuppel. Mhm. Das ist genauso grotesk, was ich sehr liebe, wenn es in meinem Lieblingsfilm Magnolia plötzlich Frösche regnet. Das ist für mich so eine übersteuerte Groteske, dass ich das applaudiere. Also ich finde das toll. Und es ist mir auch klar, dass es da um Brechung geht. Was sagst du zu Trafamadore? Was ich zu Trafamadore sage, ich glaube, es ist als, das ist jetzt eine These und glaube ich nicht wirklich belastbar, dass es so als Szenario gar nicht so ungewöhnlich ist für die, für so ein, in so einem Science-Fiction-Kontext der späten 60er oder frühen 70er Jahre. Dieses Setting, da ist ein Mann und eine Frau und die wurden beide von Außerirdischen entführt, gegen ihren Willen, um sich quasi so zu paaren, unter einer Glaskuppel. Jetzt wird es schon sehr, sehr spezifisch und ich glaube, das ist schon unikär in Bezug hier auf Slaughterhouse 5, dass ich das, also in der Filmversion, dass ich das Ganze unter so einer Glaskuppel, in der sie so eine Art Wohnzimmer oder Lounge eingerichtet haben, dass sich das dazu trägt. Aber ich glaube, dieses ganze Szenario wirkt schon sehr banal oder trivial, ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck. Es wirkt, glaube ich, auch ein bisschen ordinär für viele Menschen, die das gucken. Weil ich teile da deine Einschätzung. Bislang hat man ja schon einen Film gesehen, der sich intellektuell nicht ohne Anspruch mit wahren historischen Begebenheiten beschäftigt und den Folgen, die das auf die männliche Psyche, auf die menschliche Psyche, Entschuldigung, hat. Männliche Psyche, ja, wieso nicht? Auf die männliche Psyche. Es ist eben auch, es ist ein sehr männlicher Blick auf das Ganze. Und also den hat ja Billy Pilgrim auch, weil die Frau, die ihm ja begegnet am Ende des Films, unter dieser Glaskuppel auf Trafamadore, das ist eben auch die Frau seiner Träume, die er auch schon vorher in anderen Zeitebenen gesehen hat. Die Frau, die er auch im Kino gesehen hat, die sich da entblättert
zerschmettert. Eine junge Erotikdarstellerin, wie auch immer. Wir sehen sie in verschiedenen Kontexten und da ist sie plötzlich. Und was dann aber eigentlich passiert, ist auch, nachdem der Film einmal den Teppich unter den Füßen weggezogen hat als Zuschauerin oder Zuschauer und gesagt hat, okay, jetzt mache ich aber noch mal sowas auf, so ein Fass und gebe euch quasi ein Szenario, was genauso gut in Outer Limits oder Twilight Zone seinen Platz hätte, ziehe ich euch noch mal den Teppich unter den Füßen weg und lasse das Ganze so entwickeln, wie ihr es, glaube ich, nicht sehen wollt, nämlich als etwas sehr Verstörendes oder zumindest Irritierendes für die beiden gefangenen Protagonisten, denn die fallen eben nicht übereinander her und es gibt keinen Kampf mit den Außerirdischen oder irgendwas so oberflächlich Interessantes oder Aufregendes oder ja, sondern tatsächlich kommt da eine Stimme aus dem Nichts, die sagt, egal was ihr tut, es ist bereits geschehen. Egal, was ihr irgendwie für Pläne spielt, um hier rauszukommen, wir wissen darüber Bescheid. Es gibt kein Entrinnen. Heute ist gestern, gestern ist morgen und was weiß ich. Und das ist alles sinnlos. Unausweichlich. Es geht um die große Unausweichlichkeit. Und der Film greift eben dabei wieder irgendwie so sein Thema an, was er irgendwie zu Beginn hat, versucht hat, anders zu formulieren oder auf die Leinwand zu transportieren. Und ich finde das super spannend. Ich finde das auch überhaupt nicht langatmig da. Also es hat so etwas beengend Klaustrophobisches. Also diesen Effekt haben wenige Filme auf mich gehabt in den letzten Jahren. Mir so das Gefühl irgendwie der Einengung und der Unausweichlichkeit des eigenen Schicksals, mich damit zu konfrontieren zu lassen. Wow. Ja, und ich meine, das ist der Film sehr gut. Und ich habe gesagt, ich werde noch kritisch und mir fällt auf, ich habe nicht wahnsinnig viel Kritisches zu sagen. Außer vielleicht, dass er für mich nicht in allen Belangen an das Buch ranreicht. Ja, okay, das musste so sein und das wird auch immer so sein. Ja. Ich glaube, also mich freut es ganz, ganz stark, dass du da so eine Begeisterung für entwickelt hast, weil ich war mir ein bisschen unsicher, als ich das vorgeschlagen habe, ob das so dann dein auch zum Oeuvre passt, ja. Und natürlich weiß ich, dass es ein Antikriegs-Satire-Drama ist. Ja, aber wir haben ja eine gewisse Überschrift im Bahnhofskino. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn andere Leute das schon als Science-Fiction einsortiert haben, dann können wir das ruhig auch so tun und lassen das so ein bisschen unter diesem, wie gesagt, trojanischen Pferd so ein bisschen mitlaufen. Ne? Und von daher finde ich das ganz passend. Mhm. Ja, es freut mich sehr, dass ihr das Spaß gemacht hat, das nochmal zu gucken. Mhm. Ich glaube auch durchaus, dass es eine relativ große Schnittmenge gibt, sowohl von Seiten Vonnegut als auch von George Hill und eben seinem Drehbuchautor Stephen Geller, die das Ganze adaptiert jetzt haben für die Leinwand. Weil es gibt ja auch durchaus Szenen hier auch im Film wie im Buch, die bieten durchaus einfach ordinäre Freuden oder Freuden auf so einem ganz schlichten, viszeralen, animalischen Level, auf so einer Bauchebene. Die sind einfach nur lustig oder die sind einfach nur ordinär oder obszön oder sind einfach nur grotesk komisch. Die haben Film wie Roman zu bieten und insofern habe ich da überhaupt keine Berührungsängste, hier im Kontext eines Formats wie Bahnhofskino so einen Film mal reinzutragen, der eben sehr, naja, verkopft ist. Ich habe mich gerade gefragt, ob diese Endsequenz auf Trifamadore sehr ähnlich ist mit dem, was unser Astronaut in 2001 am Ende erlebt. Und zwar, dass er in so einer Art von goldenen Käfig gefangen ist und scheinbar beobachtet wird von einer Überintelligenz, die sich in 2001 nicht zu Wort meldet, bei uns hier in Schlachthof 5 schon, aber ob es sich sehr ähnlich ist. Und deswegen habe ich nochmal schnell nachgeguckt, wer da von wem gegebenenfalls abgeguckt hat oder ob es so wie bei der Entwicklung der Glühbirne ist, dass zwei Leute das unabhängig voneinander gleichzeitig entwickeln, weil die Zeit einfach reif ist für solche Gedanken. Ne? Mhm. Die 60er sind ja voll von transzendenten Ideen. Und Vonnegut schreibt seinen Roman 69, 72 wird er dann halt verfilmt. Wir haben 68, 69 dann 2001 im Kino. Ich finde diese Szene am Ende, wo der Mensch beobachtet wird von einer außenstehenden Macht, um zu schauen, können wir den jetzt nochmal in seiner Entwicklung vorantreiben, recht ähnlich. Aber ich möchte jetzt gar nicht irgendwie feststellen, wer da zuerst war. Was findest du, was ist das jetzt für ein Vergleich? Weil den habe ich gerade spontan. Ist er mir eingefallen? Der ist mir noch nie eingefallen all die Jahre, wo ich beide Filme sehr gerne mag. Darf man sich draußen vielleicht Gedanken drum machen jetzt? Ne? Naja, ich würde es auch, glaube ich, gerne nach Ende unseres Gesprächs doch gerne weiterdecken und vielleicht auch mit ins Bett nehmen und vielleicht morgen nochmal irgendwie die Gedanken rumwälzen. Ich glaube aber schon, dass beide Filme 2001 wie dieser hier, wie auch Silent Running, Soylent Green oder auch
Planet der Affen, der auch im selben Zeitraum ungefähr rauskam, sich schon ganz bewusst darum bemühen, sich vom Science-Fiction-Kino vergangener Tage der 50er und 60er Jahre oder frühen 60er Jahre, das sehr geprägt war vom Themen wie Kalten Krieg und ja, Monster-Invasion, immer mit den Monstern als Stellvertreter für die bösen Russen oder bösartige Militärmächte, schon versucht hat, bewusst zu emanzipieren und auf eine transzendentale, sehr viel philosophischere, viel verkopftere Ebene zu begeben. Und ich glaube, deswegen kann man Slaughterhouse 5 auch sehr gut mit Blick oder Querverweis auf 2001 diskutieren, weil ich glaube, die Tonalität nicht unähnlich ist. Ich glaube, Kubricks Film hat noch den größeren erzählerischen Anspruch und auch die größere Kunstfertigkeit. Ich habe ja vorhin von einer ja vergleichsweise konventionellen oder didaktischen Erzählweise im Vergleich zum Roman gesprochen und die sehe ich hier doch durchaus. Ich finde das nicht verkehrt, weil ich glaube, der Film hat einen anderen Fokus. Der Film hat eine andere Art und Weise, Humor zu transportieren. Der Film will eine größere Emotionalität oder emotionale Verbindung unsererseits zu seinen Figuren zu erreichen und dazu gehört das auch. Das schafft ehrlich gesagt für mich 2001 gar nicht. Den ich für einen großartigen Film, für ein fast nahezu unantastbares Meisterwerk halte, aber der mir nicht irgendwie die große Empathie für sein Personal hervorruft, wo ich hier bei den Figuren sehr, sehr stark am Mitfiebern bin. Also, was heißt ja. Figuren, Plural, eigentlich nur bei Billy und mit Abstrichen bei Edgar Derby. Weil ansonsten haben wir ja nicht viel. Wir haben die cartoonesk überzeichnete Ehefrau, wir haben irgendwie hier Mrs. Tessmacher, also Montana, wir haben Paul Lazaro, der am Ende eben zu Billys Attentäter wird, der ein übles Arschloch ist. Aber die wenigen Menschen, die ja eben einigermaßen, sagen wir mal, gehaltvoll mit einem echten Innenleben auflädt, da kann ich echt mitfiebern. Ja, also Geistesreisen sind beide, aber wir haben hier viel mehr mit Menschen zu tun und das ist irgendwie ein bisschen nahbarer. Ja, finde ich auch. Also das ist also gerade vor allem so diese so kleine Szenen, die so eingestreut sind, wo ich mir denke beim Film, wenn ich den Film betrachte, dann denke ich, das muss so von Vonnegut erlebt worden sein, weil das denkt man sich nicht aus. Das sind nämlich so hart realistische Situationen, wie zum Beispiel dieser Kindersoldat, ne, der da mit diesem Mädchen liebäugelt in Dresden an dem Fenster da oben, was er da immer so bezirzt und sie guckt dann zurück und die haben da sowas laufen und er ist ja der junge Soldat in dieser schicken Uniform und er muss da ein paar Kriegsgefangene durch die Gassen scheuchen und so weiter und das hat so eine und dann kommt diese Bombardierung und er stürzt heraus und er rennt durch ein komplett zerstörtes, wirklich so in Schutt und Asche liegendes Dresden, rennt er durch diese Gassen, soweit er sich orientieren kann in dem Nebel, zu diesem Haus, wovon er wahrscheinlich bis zur letzten Sekunde hofft, dass das Einzige nicht getroffen worden ist. Ja, und es ist natürlich nicht mehr da. Und boah, das sind so harte Szenen. Ich denke, so das denkt man sich nicht aus, das hat man erlebt. Ja? Und das macht das Ganze viel nahbarer. Ne? Und bis hin zu solchen Sätzen wie: Wir sind Amerikaner, wir ergeben uns nicht. Ja. Das ist fantastisch. Was mich auch darüber erinnert an Howard Gempel Jr., der eine Figur ist, die auch in Vonneguts Vorgängerroman Mother Night auftaucht. Das ist der amerikanische Nazi in der lustigen Kostümierung, in der lustigen Uniform. Mm. Weil du mich vorher nach Lieblingsszenen fragtest und die gehört auf jeden Fall dazu, weil das ist eine wirklich karikaturesk überzeichnete Figur, die mir sehr viel Spaß macht und die ich tatsächlich hier in ihrer filmischen Darstellung fast als gelungen erachte als im Buch, weil man kann lange darüber viel darüber schreiben, was das für eine groteske Erscheinung ist, aber ihn in dieser Uniform zu sehen mit Stars and Stripes, die aussieht wie im Grunde eine Clowns-Maskierung oder ein Clowns-Kostüm, das ist einfach großartig. Und da ist auch, das ist, glaube ich, der einzige Moment, bei dem ich vollkommen auf Seiten von Paul Lazaro war. Also, ja, der sagt, Billy's Nemesis. Ja, Billy's genau. Nemesis, der sagt, meine Güte, was ist denn das für ein Typ, den kannst du so echt nicht vorsetzen. Das ist der Typ, den die Nazis reinkarren, wenn es darum geht, hier Allianzen mit den Amerikanern schaffen zu wollen. Also wer jetzt uns zuhört und nicht neugierig geworden ist auf diesen Film, dem ist ja gar nicht zu helfen. Glaube ich auch. Bist du bereit dafür, dass ich so ein bisschen auf deine Kunst neugierig mache oder wolltest du Slaughterhouse 5 noch was hinzufügen?
Nö, wir sind vielleicht, warum auch? Ich bin zu Ende erzählt. Nein, eine letzte Sequenz noch, weil das Ganze ja am Anfang wie eine Leinwand ist. Vielleicht ist das eine schöne Überleitung zu meiner Kunst. Ich fand es ganz beeindruckend, wie der Film anfängt, und zwar mit einem sehr ruhigen Klavierspiel, also wieder meiner Bach-Interpretation von Glenn Gould. Und dann eilt oder stapft Billy ja orientierungslos durch diesen weißen Schnee. Und der ist teilweise so überblendet, dieser weiße Schnee, dass er wie eine leere Leinwand wirkt. Und ich habe so manchmal das Gefühl, ob da vielleicht diese Idee geboren wird, ich bin hier voller Leerheit. Ich bin voller Leerheit. Ne? Und ich fand diese Szenen sehr schön, wie die so ineinander geschnitten werden, wie er durch diesen weißen Schnee, der so unberührt und wie er auch so unschuldig in diesen Krieg hineinstapft, ne? Und sich so ein bisschen dem ergibt, was dann noch kommen wird und wie leer das Ganze noch da wirkt und wie beruhigend eigentlich im Grunde genommen. Und ach, diese Szene, wo er später auf dem Bett sitzt mit diesem alten Hund Spot. Ja. Diese Szene, wo er auf der Veranda dem alten Hund nochmal begegnet, der dann so ganz müde aufsteht und seinem Herrn entgegengeht und die sich diese alten Herren begegnen auf dieser Treppe. Ich habe jetzt gerade Lust, den Film nochmal anzugucken. Ich habe den auch oft geguckt früher. Ja, Hunde sind was ganz Besonderes. Das kann man nur als Hunde- oder Ex-Besitzer wissen, dass die eine Treue dir gegenüberbringen, die ist unvergleichlich. Also, und das ist so, wow, da ist so viel drin in dieser Szene. Also narrativ, ganz, ganz toll. Aber wir wollen uns nicht in Lieblingsszenen verlieren. Nee, der Film hat viele. Ich habe auch eine große Liebe zu Hunden. Und ich glaube auch, der Moment, in dem er mit seinem Hund Spot allein sein will und seine Kinder wegschickt, oder ist es sein Schwiegersohn? Ich glaube, das ist seine Tochter und sein Schwiegersohn. Sein Schwiegersohn und seine Tochter ist das, ja. Die ist nur gut mit ihm meinen. Die ist nur gut mit ihm meinen, natürlich. Genau. Und er möchte einfach lieber in seinem großen, leeren Haus sein, was nicht leer ist. Diese Geschichte von seinem Sohn, hör mal, der ja am Anfang dieser rebellische Hippie ist und der dann einsieht, dass man fürs Vaterland, und dann haben wir da quasi so eine Art Déjà-vu, weil der Sohn geht natürlich jetzt in den Vietnamkrieg. Ja. Das macht den Roman dann plötzlich sehr modern an dieser Stelle. Der geht dann später in den Vietnamkrieg, rasiert sich seine Haare kurz und ist dann jemand, auf den man stolz sein kann. Und dann steht er eines Abends mitten in der Nacht an seinem Vaters Bett, an Billy Pilgrim, der mittlerweile ein alter Papa ist, und sagt: Dad, es tut mir leid, dass ich dir in der Vergangenheit so viele Sorgen gemacht habe, aber jetzt bin ich ein Soldat und jetzt kannst du stolz auf mich sein. Und Billy sagt: Junge, ich war doch immer stolz auf dich. Boah. Toll. Das ist es, ja. Ja, komm mal auf meine Kunst zu sprechen. Jetzt hört mich keine Geschichte-Überleitung mehr ein. Ich dachte, ich hätte mir eine zurechtgelegt, aber ich weiß es nicht mehr wirklich. Die Menschen, die uns zugehört haben beim letzten Mal, als wir über George Pat Cosmatos Leviathan gesprochen haben und die vielleicht auch ins Impressum geguckt haben von meinem Sachbuch Columbo Columbo, die wissen natürlich, Kolja hat das Umschlagbild gemalt zu meinem Filmbuch, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und was noch viel besser ist, vergesst das Buch, ist, dass Kolja dann doch sehr viel mehr Kunst geparkt hat und weiterhin Kunst schafft. Kolja ist ein großartiger bildender Künstler mit einem ganz, ganz tollen, ja, Katalog an Schätzen von Gemälden, Grafiken, Comics. Was gibt's bei dir zu entdecken? Ja, nö, das wollen wir doch mal so stehen lassen. Na, wenn ich mich auf deine Website einloggen will, hast du ja bereits gesagt, dann, wenn ich die hacken will, gebe ich einfach Tralfamadore ein. Und wenn ich die nicht hacken will, sondern einfach nur besuchen gehen möchte, wohin wende ich mich dann? www und dann Kolja Sonthör als ein Wort. Kolja Sonthör. Ich sag immer Sonthör. Jetzt weiß ich es besser. Sonthör, ja. Das ist vom Französischen der Duftmacher, der Parfümeur. Ne, also, hat der Patrick Süskind-Roman doch seine Spuren hinterlassen. Genau. Ja, das ist ein besonderer Name. Ich bin da auch sehr froh mit und habe mit meinem Vornamen natürlich auch in meiner Kinderzeit durchaus zu kämpfen gehabt. Ne? Aber jetzt bin ich ganz froh, dass es so unverwechselbar ist. Also koljasanteur.com, ja. Und da könnt ihr Sachen von mir sehen, das stimmt. Und die sind teilweise sehr unterschiedlich. Also ich sag jetzt mal, was mich so ein bisschen auszeichnet, was es dem einen oder anderen Galeristen aber sehr schwer macht, ist, dass ich ziemlich vielseitig bin und nicht so ganz klar einzuordnen. Und dass ich vieles mache, auf das ich Lust habe und dass ich viele filmaffine Motive habe und dass mich das fasziniert, auch so ein bisschen das Abseitige abzubilden. Ich aber ein durchaus gegenständlicher Maler bin. Also bei mir findet man jetzt keine abstrakten Welten, die beim Zahnarzt hängen, sondern man kann bei mir auf Bildern tatsächlich das sehen, was man kriegt. Und
Es hat jetzt nicht wahnsinnig viele Subebenen, meine Kunst, aber sie ist grafisch, sie ist grob im Pop-Art besiedelt, kann man sagen, und froh, wenn mich jemand entdeckt. Also, weil ich das liebe, was ich mache, und ich versuche, davon zu leben. Ja, das ist ganz authentisch, was ich jetzt gerade sage. Ich bin ja vollkommen von überzeugt. Ansonsten hätte ich mir diesen wunderbaren Colombo in Öl nicht aufs Cover malen lassen von dir. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass der Colombo in Öl mittlerweile an meiner Wand hängt. Genau. Ja, das finde ich gut. Habe ich auch gern gemacht. Wirklich gern gemacht. Was genau müssen wir uns unter deiner Kunst vorstellen? Falls jetzt Menschen uns zuhören und gerade eben nicht deine Webseite besuchen können, wie sieht deine Kunst aus und warum ist die höchst Bahnhofskino-relevant, möchte ich mal sagen, im weitesten Sinne? Ich habe Filmszenen sehr gerne. Mhm. Das habe ich eingangs auch schon mal erwähnt, und ich bin auch jemand, der sehr stark am Porträt haftet. Also ich mag immer die Darstellung des Menschen, am liebsten Gesichter. Das taucht bei mir in den Arbeiten immer wieder auf. Und was ich halt auch ganz gerne mal mache, sind so gewisse Filmszenen oder von mir aus auch Schnappschüsse in Kunst, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, zu verwandeln, um in dem Moment, dass die Sache so ein bisschen auf ein kleines Podest zu stellen und die Leute dazu aufzufordern, das auch nochmal als etwas Höherwertiges zu sehen. Also wenn ich jetzt eine Emma Peel male, dann hat die dadurch, dass sie in der Rezeption plötzlich an der Wand hängt, auf einer Leinwand gemalt, hochwertig gemalt, und dass man da irgendwie so eine Art von Auseinandersetzung, also auch in der nächsten Ebene, dass das Ganze nicht nur ein Bildchen ist oder ein Kulturphänomen der 60er, sondern dass es irgendwie auch überlebt. Oder vielleicht noch krasser, wer es jetzt so richtig überraschend mag, ich habe zum Beispiel mal ein Bild gemalt von Nicole, also der Sängerin Nicole. Mhm. Und das sieht aus wie eine Single, das Ganze sieht aus wie eine riesige Single, und zwar von Ein bisschen Frieden. Das ist jetzt, also wer jetzt nicht neugierig wird und so weiter, ne? Aber das ist etwas, wo ich dann sage, ja, schaut da nochmal ganz kurz hin. Das ist jetzt nicht nur lächerlich, das ist nicht nur Kitsch und Trief, sondern schaut euch das nochmal kurz an, ja. Was das bedeutet hat in seinem Kontext 1981, dieses junge Mädchen in seiner Unschuld mit diesem weißen Kleid, ich weiß, das ist alles komplett inszeniert, aber das ist meine Kindheit. Ich habe als Sechsjährige habe ich da angerufen, weil ich unbedingt wollte, dass die Frau gewinnt. Und das ist mir auch gelungen übrigens. Ich habe angerufen und sie hat gewonnen. Und, ja, das ist nur dir zu verdanken. Irgendwas berührt mich da ganz tief, obwohl ich sonst ein progressiver, ich möchte ganz kurz sagen, dass ich hier progressive Musik höre. Ja, ich bin ganz hart drauf, aber das bringt irgendwas in mir zum Schwingen, wo ich dann Jahrzehnte später dann ein Bild male, auf dem Nicole ist, in dem weißen Kleid und dieser weißen Gitarre in der Hand, und irgendwas transportiert das für mich. Und ich habe das gemerkt auf einer Ausstellung, dass die Leute davor standen und dachten, wow, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Nee, aber ansonsten gibt es bei mir viel zum Thema Film. Ja. Und da kann man auch nochmal auf Instagram gucken, fällt mir gerade ein. Guter Freund von mir macht mich da ein bisschen fit jetzt. Danke an Sascha an dieser Stelle. Und der macht mich fit, dass ich bei Instagram auch einen Auftritt habe. Da kann man noch sehr viel mehr gucken. Unter Kolja Sonteur und sein Motiven. Und falls euch das nicht alles merken konntet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr findet es in den Shownotes, also Links zu Koljas Kunst. Genau. Danke dir tausendfach, dass du da warst mit dem Film. Ich vermute mal, du wirst dieses Mal keinen Film fürs nächste Mal anteasern. Ach, das wäre wie so ein James-Bond-Abspann, ne? Wo man sagt so, und beim nächsten Mal erwartet sie, wir können das auch nachher im Off reden. Gut, dann lassen wir es einfach. Wir machen es im Off. Kolja Sonteur. Kennst du den Film Head? Jetzt ist es raus, verdammt. Also ich hätte im Angebot Head von den Monkees. Ja. Ey, du kennst den? Ja, ich habe diese Criterion-Box. Sehr, sehr selten, dass ihn jemand kennt. Mhm. Dann habe ich natürlich, ich mache einen krassen Sprung jetzt, mein Lieblingsfilm Magnolia. Mhm. Aber den habt ihr schon mal besprochen. Nein. Ich dachte. Nein. Okay. Und dann gibt es einen extrem unbekannten Film, der heißt Nothing Lasts Forever. Den kenne ich nicht. Gut, und jetzt können wir uns aufgehen. Okay. Danke. Ich sag einfach mal Tschüss und doch mal tausend Dank, lieber Kolja, dass du da warst. Sehr vielen Dank. Gib das zurück. Tschüss. Bye, bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung
durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.